Halli, hallo, hallöle. Wie ist es? Mr. Happens, hallo. Fallgott, vielen, vielen Dank für 10 Subs. Lehnen wir uns heute zurück. Hallo Kai, hallo Maurice, hallo Daniela, hallo Mariko, was geht, warum seid ihr hier, wenn ihr auf YouTube sein könnt? Hier gibt's nichts zu sehen, der Content ist auf YouTube. Nebenbei auf YouTube. Okay. Hab dich im Anzug gesehen und musst sofort ausmachen. Verstehe ich. War mir zu wild. Ich schaue mir das in Ruhe an. Du hast es doch sowieso schon gesehen. Dich meinte ich nicht. Aber... ich traue mich gar nicht. Das ist ja eine Premiere. Bei Premieren läuft es ja einmal live ab und Leute können in den Chat schreiben. Ich habe Angst, da hinzugucken. Hallo, Dr. Propper. Ist nichts Schlimmes dabei? Schreibt überhaupt jemand? Biu, 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 biu. Beim Countdown waren ein paar da. Oh, cool. Hey, hey, hey. Trau mich trotzdem nicht hinzuschauen. Eure Zettel, ich lieg gerade so schön nach hinten. Muss ich jetzt eure Zettel holen? Könntest du vielleicht zum Wishmaker Jiraji Shine ein Video machen, also das Channel Jiraji? Ich mache immer erst ein Video, wenn ich es selber geschafft habe zu machen. Was hast du denn für eine Frage beim Wishmaker Jiraji? Das ist eigentlich relativ einfach. Hallo, wer ist sie? Ich will halt kein Video machen und dann, wenn ich meine Shiny-Videos mache, will ich es erklären, aber auch zeigen, wie ich es gekriegt habe. Wahrscheinlich wäre es intelligenter, ein Video zu machen, um es zu erklären und dann irgendwann, wenn ich es in 10 Jahren mache, zeige ich, wie ich es gemacht habe. So wie dem Mew-Glitch. Ja, aber in dem Mew-Glitch habe ich es ja mir auch geholt. Ob du ein Tutorial machen könntest, wie man es in Shiny macht. Ja, aber was ist deine Frage? Das ist einfach, du resettest das Jiraji. Hast du irgendeine Frage, warum du nicht weißt, wie das geht? Hallo Prani. Nicht nur habe ich Pflanzen im Hintergrund. In der, im Schlafzimmer steht jetzt auch ein, wie hast du es genannt? Du hast den Namen erfunden. Herrenrobe? Nein, Herrenfrauenschläger, wie heißt es? Herrendiener, sehr gut. Ich meine, er dient mir, aber er dient auch Rosa. Also wir haben 2, komplett symmetrisch ist unser Schlafzimmer. Und das war am schwersten zusammenzubauen, was Bambus ist. Bambus ist voll hart. Sehr. Und selbe nur mit Channel Jiraji, sodass man das sehr schnell bekommt. Es gibt ja nur 9 Stück, oder?
Richtig, es das nee, das stimmt nicht. Ich kann dir hier kurz mündlich erklären, wie das geht, aber es gibt ganz viele Jiraji-Tutorials da draußen. Also, ich muss keins machen, damit du Jiraji Shiny hunten kannst. Es gibt ganz viele Tutorials, die auch alle korrekt sind. Und schau, du weißt ja schon, dass es nur 9 gibt, aber das stimmt nicht ganz. Es gibt 9 verschiedene Bonus-Disc-Jirachis. Channel hat die ganze Breite an Jirachis. Aber schnell geht da gar nichts. Jirachi, würde ich sagen, ist die zweitschwerste Shiny Hand ever nach Manaphy. Manaphy ist das schwerste und Jirachi ist das zweitschwerste. Also, ich weiß nicht, wie du denkst, dass es einfach ist. Du musst nämlich genau genommen jedes Mal, für Channel musst du jedes Mal Rubin und Saphir durchspielen für ein Reset. Das heißt, ein Reset ist so 10 Stunden lang. Du spielst Rubin und Saphir durch, dann bist du Champ und als Champ kannst du Jirachi empfangen von Pokémon Channel. Wenn es nicht shiny ist, startest du ein Spiel neu, spielst es durch, bis du wieder Champ bist, dann überträgst du es wieder neu auf Rubin und Saphir von Channel rüber, guckst, ob es shiny ist, 1 zu 8000, nein, startest das Spiel neu und so weiter. Ein Reset ist legit gesehen ein kompletter Spieldurchlauf. Hallo Stabilo, hallo Tiny. Aber natürlich hat man einen Weg gefunden, nicht jedes Mal das Spiel komplett durchspielen zu müssen, um Jirachi zu Shiny hunten. Hallo Sam. Und zwar hat man herausgefunden, und nein, ich dachte, das ging viel schneller. Ja, Jirachi ist das eines der schwersten Shinies zu kriegen ever. Und zwar hat man herausgefunden, oder weiß man, dass man die Spielstände von Saphir und Rubin korruptieren kann, corrupten kann. Es werden nämlich immer zwei Spielstände erstellt, wenn du speicherst. Und einer gilt als Backup. Das heißt, wenn der eine Spielstand, ich weiß nicht welcher von den beiden, aber ein Spielstand musst du korruptieren, absichtlich, indem du im falschen Moment die Konsole ausmachst und dann geht der Spielstand kaputt. Und dann nimmt er den Backup-Safe. Und auf dem hast du Jirachi nicht bekommen. Und so quasi jedes Mal, wenn du Jirachi kriegst, guckst du, ob Shiny ist. Danach machst du diesen Korruptionsglitch quasi. Und machst deinen Spielstand kaputt, sorgst dafür, dass aber dann der Backup-Safe funktioniert. Und der ist halt kurz bevor du das Jirachi bekommen hast. Und somit kannst du das Jirachi nochmal kriegen. Das ist relativ einfach, das ist ein gewisser Rhythmus, in dem man das Spiel einfach beenden muss, während du speicherst. Und dann hast du einen kaputten Spielstand und er lädt automatisch den Backup-Save. Und so resettest du Jirachi in nicht 10 Stunden, sondern in, weiß nicht genau, in 5 Minuten, 3 Minuten. Ich weiß nicht genau, ob man was kaputt machen kann, weil dadurch, dass du natürlich, wenn du quasi die Korruption falsch machst, könnte es sein, dass, also weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man es komplett falsch macht, dass dann beide Saves weg sind und du hast kein Save mehr und dann musst du halt das komplette Spiel nochmal durchspielen, um dahin zu kommen, wo du Jirachi kriegen kannst. Das ganze Problem hast du nicht bei der Bo Colosseum Bonus Disc. Die Colosseum Bonuses gibt dir ein Jirachi, das du schon kriegen kannst, wenn du den Pokédex erhältst, also nicht Champ sein musst. So, wenn du das Korruptieren nicht machen willst, das kannst du da auch machen, weil man hat halt keinen Bock natürlich 15 Minuten jedes Mal den Pokédex zu holen. Aber wenn das Korruptieren man keine Lust drauf hat, kann man es mit der Colosseum Bonuses machen. Das Problem mit der Colosseum Bonuses ist, sie kostet mehrere hundert Euro. Es ist eine japanische Disc. Nee, es ist eine amerikanische Disc. Das heißt, du brauchst genau genommen eine amerikanische GameCube und englische Spiele. Weil zwischen GameCube und
GBA kannst du nur übertragen, wenn die Sprache die gleiche ist. Das heißt, du müsstest Rubin und Saphir auf Englisch spielen und brauchst eine englische GameCube oder eine gemoddete GameCube. Ja. Das amerikanische GRG geht direkt am Anfang des Spiels, genau. Das deutsche braucht eine abgeschlossene Liga, soweit ich weiß, genau. Aber Channel kostet halt 30 Euro auf eBay und die Bonusdisc findest du gar nicht und wenn für sehr, sehr viel Geld. Und dann musst du auch Englisch spielen und eine englische GameCube haben, amerikanische. Ist es nicht möglich, gezielt das Shiny zu bekommen? Ich kann ja den Save A und B per GB-Operator-Spielstand speichern. Du kannst cheaten, du kannst bei allem cheaten natürlich. Aber ich erkläre dir immer nur den Weg, wie es legitim geht. Du musst für dich selber entscheiden, wie viel du cheaten willst. Und selbstverständlich kannst du ein Save machen, wo du das Jiraji noch nicht bekommen hast. Und diesen Save immer wieder neu laden. Dann musst du die Korruption nicht machen. Aber ich schätze, wenn du die Korruption richtig machst, geht das schneller, als jedes Mal das Spiel auszustecken, in den GB-Operator zu tun, den Save raufzutun, wieder auszustecken, in den GBA stecken, verbinden mit der GameCube. Das musst du ja alles dann wieder neu machen. Das heißt, schneller geht es wahrscheinlich, wenn du einfach die Korruption lernst. Und die ist nicht schwer. Du musst nur einmal verstehen. Dazu gibt es genug Tutorials. Ich möchte ja das Legitime. Legitim ist alles. Leute denken immer, das habe ich gestern erst erklärt. Legitim ist alles. Alles ist legitim, was funktioniert. Es existiert Shiny Jiraji, also ist es legitim, ein Shiny Jiraji zu haben. Wie du das Shiny Jiraji bekommst, ist komplett dir überlassen und entspricht nur deiner Moral. Aber per meiner Definition wäre es Cheaten, wenn du den Save backupst, weil du externe Software dafür benutzt. Aber wenn du das machen willst, machst du das. Aber ich mache kein Tutorial dafür, weil ich mache erst das Tutorial, wenn ich es selber mache. Und ich mache das erst in, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Du kannst es RNG manipulieren. Das geht auch. Hallo JJ. Oder du spielst Pokémon Go. So viel, dass du 10 beste Kumpel hast. Wenn du die Jiraji Quest damals gekauft hast. Ich habe jetzt schon 6 beste Kumpel. Nur noch 4 beste Kumpel. Hallo Robalbo. Nur noch 4 beste Kumpel und ich habe einen Shiny Jiraji in... Oh. Ugh. Das Problem ist, wenn ich das in Go habe, habe ich weniger das Bedürfnis, mir das aus Channel zu holen. Aber trotzdem brauche ich das aus Channel. Du hast die Quest nicht gekauft. Ich probiere mal mein Glück. Schau dir einfach die Tutorials an, wenn du eingibst Shiny Jiraji Shiny Hunt. Da siehst du, wie Leute das machen und erklären es auch, wie du korruptieren musst. Vor allem I Am Blissey hat ein Tutorial dazu, wie man am besten die Korruption macht. Beziehungsweise er erklärt halt den Hintergrund. Und das ist immer, finde ich, hilfreich, weil wenn man versteht, wie etwas funktioniert, dann ist es einfacher, es nachzumachen. Wir haben Entiny mit einem Pantimimi. Moment mal, das ist ein Shiny Pantimimi. Und wir haben Isa mit einem Ohaha Marshadow. Marshadow. Und Mariko ist ein... Die hört wahrscheinlich wieder nicht zu. Mariko! 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 Ich weiß nicht, wie das heißt. Zweites Shiny in a Row? Stimmt, wie hast du das gemacht? Ich höre doch, es ist selten, dass du hörst. Deswegen, ich betone es ja bloß. Kastellit, genau.
Genau, bei Blissy schaute ich und wollte fragen, ob du es mal auf Deutsch machst. Irgendwann, wenn ich das mache. Das dauert aber noch Jahre, bis ich das mache, wahrscheinlich. Spirit Pokémon Deflation, ja. Als ob du nicht genug Punkte hättest. Rani, du bist ein Fifien. Und Stabilo, du bist ein Wattezapf, wie heißt es? Flunschling. Flauschling? Nein, das heißt nicht Flauschling. Das heißt... Ah ne, ich verwechsel. Ich bringe gerade Flauschling und Flunschlick zusammen. Flauschling. Hallo Marco. Hallo Azrael. Hallo Anne. Marco, du bist ein Zubiris. Ich habe heute ein komplettes YouTube-Video gemacht, fertig gemacht, aber hochgeladen, Thumbnail, alles, gestern Nacht und heute, aber dieses Video bringe ich nicht raus. Warum habe ich es dann gemacht? Ich bin so blöd. Was, Marco? Ich bringe euch frohe Kunde von Shiny Pandir, dem legendären Pokémon, das man auf der Switch nicht auf Home bekommt. Was ist die frohe Kunde? Dass es geht oder dass du es in Shiny gefunden hast und nicht übertragen kannst jetzt? Dann frage ich dich, warum du es gesucht hast. Weil es nur auf Patreon kommen wird, Marketingstrategie? Nein. Du hast Shiny Pandir in Usum gefunden. Ja, das kannst du auch übertragen. Ist doch geil. GG. Geilon. Hallo Phil. Was für ein Muster hat es? Hat es ein besonderes Muster? Hallo Sword of the Demon King. Ja, ich habe ein Video gemacht. So wie das eine Video. Das auf meinem Kanal jetzt 400.000 Aufrufe hat. Und man mich nicht sieht und nicht hört. Deswegen dachte ich mir, hey, probiere ich das doch nochmal. Ein Video zu machen, bei dem man mich nicht sieht und nicht hört und ich 100.000 Aufrufe dafür kriege. Also habe ich in Gen 6 Manier wunderschön, muss ich sagen. Es ist wieder nicht perfekt geworden, weil ich nicht alles bedacht habe. Aber ich habe alle Mega-Evolutionen, alle Mega-Entwicklungen aufgezeichnet in Normal und in Shiny. In 2K. Und das chillt jetzt auf YouTube. Und ich werde es hochladen, sobald ein Legends Zar-Trailer rauskommt. Denn nur dann ist dieses Video relevant, weil sich die Leute dann nochmal alle Mega-Evolutionen anschauen können. Weil sie hyped sind auf ZA. Und ich finde das total vorausdenkend und voll krass von mir. Und wenn es fehlschlägt, dass dieser Versuch, bin ich sehr traurig.
Weil das war einer von meinen Vorsätzen dieses Jahr, noch ein Video rauszubringen, das 100.000 Aufrufe hat. Und ich sehe nur so sehe ich dieses Ziel erreicht, indem ich wieder so ein Language Barrier freies Video mache, das einfach nur ein Service-Video ist. Gleichzeitig habe ich aber auch das Weilord-Video fertig geschrieben. Und das wird schön, schön kurz. Das wird nicht zu lang. Das ist nice. Und ich werde es draußen filmen, weil Wal, weil Meer, weil draußen, weil nice. Und dann habe ich schon meinen zweiten Vorsatz erfüllt, dass ich zweimal ein Video draußen drehe. Durch dich möchte ich übrigens auch alle Pokémon nur im Pokéball fangen. Also Living Origin Dex. Wer sie tu es, hast du schon angefangen. Du musst es ja nicht übertreiben wie ich. Du kannst es ja auch mit Remakes machen. Let's Go, sehr einfach. HGSS, einfacher. Oras, einfacher. Vor allem sehr viel einfacher. BDSP. Das Schwerste davon ist echt HGSS, weil das nicht wirklich leicht zu holen ist, wenn man das nicht hat. Einmal mit einer auflassbaren Ente ins Meer. Ja, ich könnte viel machen, aber nein. Weil Meer oder weil Meer? Weil Meer. Aber es ist Weilord. Oh mein Gott, den Witz muss ich einbauen. Weil Meer. Moment, soll ich dann daneben Credit Faulgott schreiben? Ich kann sowas am Anfang sagen. Aber warum stehe ich eigentlich hier am Meer? Na, weil Meer. Shout out Faulgott. Willst du meine Skripte ab jetzt schreiben? Genau sowas brauchen wir. Aber warum stehe ich eigentlich hier am Meer? Na, weil Meer. Moment, heißt Weimar wegen Weimar? Nein, das kann nicht sein. Sehr schrecklich. Hallo Kaste. Anne, du bist ein Svarones. Svarones. Was haben wir noch für Weilord-Witze? Bam, 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 bam. Was macht ihr? Ich weiß nicht, ob dich das was angeht. Du bist gerade erst hier reingekommen. Du hast gerade zum ersten Mal geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich schon dir die Geheimnisse dieses Streams vertrauen kann. Es ist aber relativ offensichtlich, was wir machen. Kannst du genauso machen wie so an diesem Ort, Weilord. Aber Weilmar schreibt man auch noch so. Wie so an diesem Ort, Weilord. Wieso stehe ich eigentlich hier am Meer? Na, weil Meer. Und was wird aus Weilmar? Ja, deswegen stehe ich genau an diesem Ort. Weilord. Das ist so dumm. Nein, das ist dumm. Das geht nicht. Ja, aber Ort und Lord ist ein bisschen anders. Weilort. Wieso stehe ich an diesem Ort? Weilort. Nee, das ist zu dumm. Nein, weil man. Ich weiß, Weilort wäre schöner, aber Meer ist schon besser als Ort.
Kennst du mich von YouTube? Warum bist du denn nicht auf YouTube? Da läuft gerade eine Premiere von meinem neuesten Video. Und du schaust es nicht an. Fake Fan. Oh nein. Jetzt bin ich traurig. Schon wieder. Da läuft das Video und ihr alle schaut es nicht an. Hoffentlich leuchtet es auf eurem zweiten Bildschirm. Sens, du bist ein Deponitox. Du hast zwei Bildschirme. Nice. Wahrer Fan. Gamescom war übrigens super teuer. Hab 150 Euro für einen Clone Trooper Helm ausgegeben. Dann war aber die Gamescom nicht teuer, sondern du hast viel Geld reingesteckt. Dafür kann ja die Gamescom nichts, wenn du 150 Euro für einen Helm ausgibst. Aber, hast du sonst noch was gekauft? Irgendwann gehe ich auch auf die Gamescom. Dickes Indianer-Ehrenwort. Kann man das noch sagen? You wish? Nee, you wish. Nicht I wish, you wish. Dann sollen sie nicht so geilen Stuff anbieten, die Schweine. Hab sonst nicht wirklich was gefunden, zum Glück. Ich würde in dieser Retro-Abteilung so viel finden. Hallo Motzi. Nein, Mozi, du musst Temtem spielen. Temtem hat voll das Update gekriegt und jetzt sind die Shiny-Chancen viel besser und es läuft besser auf der Switch. Das weiß ich alles, obwohl ich es nicht gespielt habe. Remember, auf der Gamescom ist Merch meist viel teurer als online. Ja, nur... Gibt's es da wenigstens? Und ich finde es sonst nirgends. Also ich habe gerade kein Beispiel, keine Ahnung. Ich war nur beeindruckt, als ich mal vor 15 Jahren da war. Diese Retro-Abteilung sah sehr cool aus. Aber vielleicht würde ich da heutzutage durchlaufen und mir denken, Idioten. Morgen machen wir was ganz, ganz Dummes. Morgen spielen wir Hey You Pikachu. Unter dem Dach das schlechteste Pokémon-Spiel ever. Morgen ist Free Man. Morgen ist Freitag. Okay. Ich liebe eure Reaktion auf meine Verkündungen. Wollt ihr sonst noch was loswerden? Was offensichtlich ist? Wieso machst du das nicht am Freitag, den 13.?
Guter Punkt. Ein echtes Horrorspiel am Freitag, den 13. Daniela, das ist ja voll smart. Da kommt was dumm Spannendes und ich fahre weg. Hallo Lurky. Ich bin erst im Chat dabei in 5 Encountern Shiny. Okay. Hallo Robbensohn. Am 13. Aber da ist mein Jahrestag mit Rosa. 11 Jahre haben wir da. Deswegen werde ich aber trotzdem Mittag streamen wahrscheinlich. Dann müssen wir aber Gen 7 unterbrechen. Wenn ich meine, ich kann es auch einfach morgen machen und sagen, ich habe es am 13. gemacht. Ich kann ja lügen. Nein, das ist ein sehr, 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 sehr guter Vorschlag. Einfach nur, weil das i-Tüpfelchen. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, egal. Aber warum ist morgen Freeman? Ist morgen Feiertag oder was? Und sag jetzt nicht nein. Warum hast du dann gesagt, morgen ist Freeman? Verstehe ich, Rosa ist wichtiger. Das habe ich nicht gesagt, was? Beziehungen sind temporär. Der Twitch-Chat ist für immer. Du musst hier sowas wie Slash S nicht schreiben. Sieh den 13 als Erholungstag von Gen 7 an, dann passt das. Du glaubst, nach 4 Tagen brauche ich schon Erholung von Gen 7? Wahrscheinlich bin ich immer noch im Tutorial nach 4 Tagen. Stimmt. Ja, ich streame ja am Freitag, dem 13. Das ist nicht das Problem. Ich will nur nicht noch eine Woche warten. Ich bin noch so ungeduldig. Okay, dann machen wir es am Freitag, dem 13. Aber was ist, wenn es dann voll die Enttäuschung wird? Weil es ist ein schreckliches Spiel. Aber es ist eben so schrecklich, dass, weil es nicht funktioniert. Es kann sein, dass es nach einer halben Stunde einfach so kacke ist, dass ich es weglegen muss. Dann passt es dazu. Okay. Montag der 16. ist schlimmer. Warum? Wird der Wuffelspielstand weitergemacht oder ein neues Spiel gestartet? Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich dieses komplette Wuffelsprozedere nicht aufgezeichnet habe. Es ist noch nicht mal... Ich habe es noch nicht mal hochgeladen im Archiv, weil ich mir dachte, das ist so langweilig, wie ich einfach Sachen hin und her tausche. Nicht daran gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen eine Aufnahme brauche für das Gen 7 Video. Ich habe keine Aufnahme davon. Und das ist schon länger her als 60 Tage, also es ist auch nicht auf Twitch. Das ist so dumm. Deswegen, ich glaube, ich habe nicht mal... eine Aufnahme davon, wie ich das Spiel starte. Deswegen muss ich, glaube ich, von vorne anfangen. Ah, doch, ich habe das Intro. Doch, ich habe das Intro aufgezeichnet. Ja, wir können eigentlich einfach da weitermachen. Ich habe im Intro so weit gespielt, bis... ja, bis ich tauschen konnte. Und dann
habe ich noch so weit gespielt, bis ich beim Hort bin. Ja, ich müsste... Ich könnte einfach da weiterspielen. Aber ich will es ja emulieren. Bisher sind die Aufnahmen halt super hässlich. Aber ich habe bisher so gut wie noch nie... Naja... Ich weiß es nicht. Wobei, ich könnte dann einfach das Intro neu aufnehmen, wenn ich es brauche. Ja, ich glaube, wir spielen weiter an der Stelle einfach. Aber ich habe alles vergessen, was passiert ist. Ich kann es alternativ in Paint vorzeichnen. Es stimmt einfach so schlecht nachzeichnen, was passiert ist. Hatte mir gestern nochmal das Video zu Gen 2 angesehen. Du hast nicht den kompletten Stream aber angeschaut. Ich habe eine halbe Stunde lang gestritten mit den Leuten und mit Paint so aufgezeichnet, wie es funktioniert. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich recht hatte. Aber ich habe ja wirklich... Im Video habe ich nur kurz den Ausschnitt genommen, aber in Wirklichkeit haben wir ewig darüber... halt versucht rauszufinden, wo ich am besten das resette, damit es am wenigsten Arbeit ist und so. Kennst du das Spiel In Sound Mind? Oder hast du es mal gespielt? Das war das, was wir an Halloween gespielt haben, oder? In Sound Mind. Das ist das, wo man so... Türen. Wo du so durch Türen gehst. Und dann so Hörbücher hörst. Aufzeichnungen. Das haben wir gespielt, ja. Ich fand's aber null Horror. Also... War das, ich glaube, das war tatsächlich vorletztes Jahr, Pran. Ich glaube, das ist 2 Jahre her. Ja, ziemlich sicher, dass das 2 Jahre her ist, was krass ist. Ja, ich habe das gespielt. Das war ein cooles Spiel, weil es verrückt war, aber es war definitiv kein Horrorspiel. Als was es irgendwie so ein bisschen verkauft wurde, glaube ich. Aber das war cool, ja. Warum? Und wann gibt es davon die Aufzeichnung? Ich heule gleich, ich liebe das Game. Nö. Gibt es keine Aufzeichnung. Da habe ich noch nicht meine Streams aufgezeichnet. Hallo Felix. Aber ich glaube, heute Nacht kommt mein erster Teil von meinem Let's Play auf YouTube von Linda Cubed. Falls euch verrückte Spiele interessieren. Falls ihr den Leo dabei hören wollt, nur hören wollt, wie er ein random crazy Spiel spielt. Ich mache einfach alles aus meinem Gaming-Leben, mache ich jetzt irgendwie Videos von. Und lad sie einfach hoch. Was sind das hier? Der Phil. Du bist ein Chestpin oder so. Irgend so ein Pflanzenstarter. Hatte das im Kopf für Freitag den 13., also Vorschlag, damit ist das Thema auch vom Tisch. Ne, hier wird Pokémon gespielt. Ich werde hier kein In Sound Mind spielen, das hier ist Pokémon-Kanal. Ich werde höchstens an Halloween nachts online kommen und The Quarry spielen.
Igastarnisch. Ich glaube, das ist der Starter, den am meisten niemand interessiert. Also die mittlere Form. Hallo Angel. ...330 Subs hast du hier schon verteilt? Hast du damit mich eigentlich mal überholt? Nee, ne? Wie viele Subs habe ich verteilt? Das steht unten im Stream. Unterm Stream. 331. Aber ich... Wie viel ich verteilt habe? Ich glaube, ich habe 400 verteilt. Ich wollte nur wissen, ob... ...mein Rekord immer noch ungebrochen ist. Siehst du leider nicht, doch wenn du runterscrollst. Phil, dankeschön für 10 Subs. Hallo Virox. Danke, danke. 310. Ernsthaft, mein Rekord ist 310? Fuck. Dann hat er mich jetzt überholt. Ist okay. Week. Cooles Video auf YouTube. Ey, hast du das ernsthaft live angeguckt? Weil es ist jetzt genau 50. Das heißt, es ist seit 50 Minuten draußen. Das heißt, du hast es sofort angeschaut. Du hast es live angeschaut, Serratonix. Dankeschön. Irgendein Feedback. Irgendein... Was dir nicht gefallen hat. Wir haben es alle gesehen. Ich habe mich nicht getraut, auch live dazu zu gucken. Hat irgendjemand was Gemeines geschrieben? Hat irgendjemand was Böses gesagt? Ihr müsst mich nicht beschützen. Sagt es mir. Ich brauche Kritik an dem Video. Was kann ich besser machen? Hatte wegen dem Anime-Einspieler gedacht, dass es einen Arcus-Schnitt für Quaffaff gibt, wurde aber ziemlich schnell dieser Illusion beraubt. Okay, das ist halt im Anime so. Ich weiß auch nicht, was die anderen Schnitte sein sollen. Ich glaube, Arena-Leiter oder irgendwelche berühmten Charaktere. Ah nee, das ist einfach nur im Anime gewesen, keine Ahnung. Im Anime gibt es bestimmt noch viel mehr verrückte Schnitte. Das wäre aber eigentlich cooler, finde ich auch, wenn sie Schnitte hätten nach Pokémon, anstatt... Die meisten sehen nämlich richtig doof aus, finde ich, bei Quaffaff. So dieser Grüne, der sieht so blöd aus. Du hast Fehler drin. Beim Charmbolzen sagst du, du steigerst die Chance von 12,5 auf 77%, sind aber nur 67,66. Das ist korrekt. Du musst aber nicht denken, dass das ein Fehler von mir ist. Das war Absicht. Denn ich habe einen Satz davor gesagt, 66,7. Und dann dachte ich mir, achso, Moment, es stimmt. Ich habe mich total vertan. Ich wollte 66 sagen. Ah, es ist ein Fehler. Habe ich 77 gesagt? Das ist dumm. Das ist ein Fehler, ja. Ich wollte nicht 66, es sind 66,7. Und dann wollte ich nicht wieder 66,7 sagen und wollte 67 sagen. Und ich habe 77 gesagt. Okay. Das ist mir aber egal. Das sind Fehler, die machen das Video besser. Tatsächlich. Ach, er ist auch nur ein Mensch.
Er kocht auch mit Wasser. Alter. Es ist heller geworden. Es ist heller geworden. Das ist diesmal tatsächlich so, dass ich die Augen nicht aufmachen kann. Ui. Phil, Dankeschön für 400 Bits. Es wäre cool, wenn wir neue Schnitte in Legends Zaa bekommen. Kriegen wir, glaube ich, bestimmt. Als ob dir das egal ist, du wirst nächste Nacht deshalb nicht schlafen. Nee, es ist mir tatsächlich egal. Das sind so kleine Fehler. Die finde ich nicht so schlimm. Es hat nicht funktioniert. Das war ja voll dumm dann, dass ich so gemacht habe. Okay, das muss ich reparieren. Macht aber keinen Sinn. Ich habe das... Okay. Phil, Dankeschön für 500 Bits. Solche Versprecher sind mir egal, solange... Es steht ja richtig da. Aber das ist nicht schlimm. Ob 67 oder 77 ist vollkommen egal. Das ist mir tatsächlich egal. Das finde ich sogar macht ein Video authentischer. Was mich stören würde, ist, wenn so ein Fehler wie auf Patreon ist und es mir nicht auffällt, weil dann kann ich nichts dafür und es ist aber trotzdem kacke und ich kann das Video nicht einfach neu hochladen. Dann... Es kommen noch 400 und 500. 501, 502, 503, 504, 506. Anubis, Dankeschön für 6 Monate. Dankeschön. Hallo Candy. Meeting Stream. Ich warte nur drauf, dass du das irgendwann schaffst, in dem Moment zu machen, wo das Shiny kommt. Dann wäre ich zum einen sauer, aber zum anderen wäre es, glaube ich, auch sehr lustig. Ich so, ja, mute. Dankeschön, Phil, für 1000 Bits. Da, da, da. Hast gerade das Video fertig geguckt. Wieder top. Dankeschön. Über jegliches Feedback bin ich froh. Außer, dass ich anstatt 67, 77 gesagt habe. Das weiß ich jetzt schon. Ich hasse mich. Es geht immer noch nicht. Anubis, Dankeschön für 500 Bits, aber dieser Alert ist kaputt. Sorry. Ich kann mal kurz gucken, warum. Ist das hier? Nee, wenn, dann ist das hier. Warum ist das kaputt? Hey, wo ist das? Das sollte doch hier sein.
Es ist einfach weg. Weird. Dankeschön, Anubis, für 500 Bits. Leo ist zu geizig, um die Welt zu fliegen für die Go-Quaff-Waff. Das war Daniela. Das ist Danielas Bonk. Als ob irgendjemand von euch erwartet hat, dass ich tatsächlich die Quaff-Waffs in Go hole. Widerlich. Juniper, du bist ein Geosali, wie zur Sedimantur. Nee, doch. Sedimantur? Sedimantur. Geosali, Sedimantur. Saltigant. Death. Du bist ein Eisendorn. Es wäre interessant, welches Pokémon noch nie gezogen wurde. Es wäre cool, wenn ich so einen Verlauf hätte. Habe ich aber nicht. Du, 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 du. Uff. Na, okay. Hallo, Eisendorn. Voll das coole Ding. Thomas. Infernopod. Wir sind gleich bei 1300. Wo haben wir heute angefangen? 1, 2, 3, 4 haben wir angefangen. Ich habe noch nicht mal 100 geschafft. Ich schaffe nicht mal 100 in einer Stunde. Soll ich nicht 120 in einer Stunde schaffen? Weil ein Reset sind 33? Eieiei. Wie Ablenkung. Ich weiß. Akuma, du bist ein Florges. Okay, okay. Über was wollt ihr reden? Hat jemand ein Thema, das euch auf dem Herzen liegt? Ein Spiel, das ihr gerade spielt und der Welt davon erzählen wollt. Eine Meinung, die ich in Grund und Boden stampfen kann, weil sie so dumm ist. Kommst du im Oktober nach München? Nein, warum? Weil Oktober ist, weil Oktoberfest ist? Sicher nicht. Im Gegenteil, wenn ich da in München wäre, würde ich wahrscheinlich kurz auswandern für 3 Wochen. Widerlich ist es.
So, wie geht's dir denn, Sohn? Haben sich noch mehr Mängel an der Wohnung aufgetan? War ja schon eine Weile nicht mehr da, sorry, wenn ich da nicht up to date bin. Mehr Mängel an der Wohnung. Ich weiß nicht, welche du mitgekriegt hast. Die Spülmaschine geht nicht richtig. Die Heizungen gehen nicht richtig. Die Duschen gehen nicht richtig. Der Kühlschrank hat ein kaputtes Fach, was ich jetzt für 18 Euro ein neues Teil bestellt habe. Das Eisfach hat eine Tür, die einfach rausfällt. Die habe ich jetzt auch nachbestellt. Die kostet aber 40 Euro. Voll viel für so ein Plastikding. Ja. Die Bewegungsmelder-Story. Ja, der Bewegungsmelder ist anscheinend für die Alarmanlage. Das ist quasi eine Alarmanlage, wenn irgendwie die Wohnung in die Wohnung eingedrungen wird, aber auch wenn in der Wohnung jemand sich bewegt. Das ist voll krass eigentlich. Wo ich mir denke, wie soll jemand in die Wohnung einbrechen, ohne dass es irgendjemand von außen merkt? Dafür ist dann der Bewegungsmelder innen drin da. Dankeschön, Sebastian, für 50 Monate. Alles geht richtig. Alle die Subs gehen, ja klar. Ich soll sagen, was funktioniert in der Wohnung? Wahrscheinlich nichts nach meinem Standard. Die Waschmaschine funktioniert, nachdem ich sie repariert habe. Die Dusche funktioniert nicht, wie gesagt. Das Klo geht, aber ich finde, der Klodeckel ist zu laut. Also der Klodeckel geht langsam runter, wenn man ihn loslässt. Aber vielleicht muss ich ihn ölen oder sowas. Aber er macht so ein nerviges Geräusch dabei. Die Wasserhähne sind tatsächlich sehr gut, ja. Die Wasserhähne geben schönes, dickes Wasser. Ja, die Wasserhähne funktionieren. Die Wasserhähne sind gut. Internet ist auch gut, ist aber mein Verdienst und Strom funktioniert auch. Wir sind Gamer, wir brauchen keine Dusche. Widerlich. Du bist hyped auf die Pinguin-Serie? Wirklich? Sorry, ich finde es immer so, das schreit nach Geldmacherei und nicht nach, wir wollen was Cooles machen. Wo läuft die denn dann eigentlich? Shedeth hat nicht gesagt, dass es der erste Stream ist. Sie hat den letzten Stream, den sie gesehen hat, war der erste Stream aus der Wohnung. Daniela. Lass doch die Leute in Ruhe. Ich mach die Leute fertig. Bei Robinson Kruse. Jetzt kann ich deine Frage nicht beantworten. Wie ist denn Leberwurst und Senf? Was heißt Senf auf Leberwurst? Die beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun. Geh weg. Leberwurst und Senf, hä? Beides braucht die Menschheit nicht. Wie gesagt, es funktioniert ja alles. Ich kann euch die Spülmaschine näher erklären, wenn euch das interessiert. Auch wenn nicht, mir egal. Die Waschmaschine saugt das Wasser nicht mehr ab. Aber ich kriege sie trotzdem zum Laufen jedes Mal. Quasi immer, wenn in der Spülmaschine Wasser ist. Und ich mache sie an, macht sie. Und dann gibt sie auf. Sie saugt 3 Schlucke aus der Spülmaschine ab und dann gibt sie auf und sagt Fehler. Ich habe schon alles auseinandergeschraubt und geguckt und sowas und ich sehe den Fehler nicht. Es muss irgendjemand kommen und reparieren. Keine Ahnung, was der Fehler ist. Weil sie schafft es, 3-mal Wasser abzusaugen. Klingt eher so nach irgend so ein Druckluftproblem oder sowas, keine Ahnung. Weil sie schafft es ja, das Wasser abzusaugen. Das heißt, was ich mache ist, jedes Mal, wenn ich eine Spülmaschine, Grutze, fix.
Jedes Mal, wenn ich eine Spülmaschine machen will, mache ich immer wieder die Spülmaschine aus, an, aus, an, aus, an. Und sobald all das Wasser abgesaugt ist, geht sie ganz normal. Und der Echo-Modus pumpt ja nur einmal Wasser rein und benutzt dann das Wasser, um alles zu waschen. Das heißt, dieser Echo-Modus geht und macht unser ganzes Geschirr sauber. Und dann, wenn fertig ist und die Spülmaschine das Wasser absaugen will, macht es wieder Fehler. Und dann habe ich das, also ich kann die Spülmaschine benutzen, das Zeug wird auch sauber. Das Wasser wird noch nicht abgesaugt in der Spülmaschine. Aber ich schätze mal, dass die Spülmaschine deswegen auch nicht trocken heizt. Das macht ja dann so heiße Luft, damit es trocken wird da drin. Das macht sie, glaube ich, auch nicht dadurch, weil das kommt als letztes. Keine Ahnung, das heißt, bis ich mich traue, dem Landlord zu schreiben, dass sie nicht geht, benutze ich sie so. Es geht, es ist nur ein bisschen mehr Arbeit, weil ich halt jedes Mal da stehen muss für 5 Minuten und aus, an, aus, an, aus, an. Ich könnte auch selber mit dem Schlauch oder dem Staubsauger oder sowas das Wasser raussaugen. Er kriegt halt nicht mehr als 3 Schlücke auf einmal raus aus der Spülmaschine. Keine Ahnung warum. Weil alles ist nicht, nichts ist verstopft, zumindest nichts, was ich sehen kann. Ganz komisch. Hallo Feli. Defekte Pumpe. Ja, ich will nicht behaupten, dass direkt was defekt ist. Kann auch einfach sein, dass irgendwo Luft gefangen ist und deswegen macht er jedes Mal... Mach die Spüle mit der Hand bis schneller fertig. Was ist das denn für ein Lösungsvorschlag? Erstens, nein, bin ich nicht schneller fertig. Der Unterschied ist, 5 Minuten dastehen und an, aus, machen. Und dann läuft die 2 Stunden durch und es ist alles sauber. Spart. Spülmaschinen sind im Vergleich zu Handwäsche extrem viel wassersparender. Also vollkommen egal. Und schnell muss es nicht gehen. Mir ist vollkommen egal. Meinetwegen kann das 3 Tage dauern, bis das Zeug sauber ist. Warum muss es schnell gehen? In der Maschine wird es sauberer und klarer. So ein wabbeliges, labberiges Ding, was gefühlt nichts sauber macht. Deine Spülmaschine macht nichts sauber. Aber es kann immer sein, dass sie einfach viel zu alt ist inzwischen. Aber eigentlich, wenn du die richtig schön sauber machst zwischendrin und so Entkalker benutzt und auch immer Glasspüler benutzt und sowas, die war einfach viel zu billig. Ja, okay. Wenn sie jetzt viel zu billig ist und sie deswegen nichts kann, dann ist... Aber ich hatte nie... Man hat immer Probleme mit Spülmaschinen gefühlt, aber sie haben immer alles sauber gemacht bei mir. Der Vermieter hat nur das Billigste vom Billigsten eingebaut. Hm. Wie weit ist deine Stadt von London ungefähr weg? Phil, du weißt, dass ich nicht in der UK lebe. Das ist wie zu fragen, Phil, wie weit lebst du von Barcelona weg? Ist halt 3 Länder weiter, was? Wie weit ist meine Stadt von London weg? Keine Ahnung. 2000 Kilometer? 1000? 1500? Ich weiß es nicht. Kannst auf jeden Fall nicht mit dem Auto fahren. Also kannst du, aber brauchst zwischendrin U-Boot. Eine Herdplatte geht, die andere und TM reicht zum Leben. Wir haben jetzt einen Gasherd. Und Rosa ist noch ein bisschen, sie weiß noch nicht genau, ob sie es mag. Ich finde Gasherd viel geiler. Es geht so viel schneller. Das einzige Problem, was Gasherde haben, ist echt, dadurch, dass wirklich Feuer an der Seite rauskommt, also dass wirklich das Feuer um den Topf rumkommt. Egal, was du machst, der Topf wird so heiß, dass du ihn nicht anfassen kannst. Normalerweise sind ja die Griffe von einem Topf so gemacht, dass sie nicht heiß werden. Aber bei einem Gasherd ist es vollkommen egal, weil einfach die Flammen bis dahin reichen, sodass alles heiß wird. Du musst die ganze Zeit
Kochhandschuhe benutzen. Das ist ein bisschen eine Gewöhnungssache. So oft fasse ich an irgendwelche Töpfe und habe vergessen, dass sie gerade 3 Stunden auf dem Herd standen und die sind so heiß. Was sie früher nicht waren, weil es eben kein Feuer war. Da rasierst du dir ein Schaf von der Weide und strickst dir Topflappen? Ich hab Topflappen, ich muss mir keins selber stricken. Ihr fahrt mal nach Dublin, aber London und Dublin sind nicht verbunden. Ihr könnt nicht einfach nach Dublin fahren, wenn ihr in London seid. Da ist ein Meer dazwischen. Du könntest ein Auto mieten, mit dem Auto zur nächsten Fähre. Die Fähre kostet ungefähr 400 Euro, nimmst die Fähre für 400 Euro, fährst rüber, kommst dann in Dublin an und dann bist du hier. Dann hast du ein Auto zum Abgeben, also musst du wieder zurück oder lässt das Auto da stehen oder fährst gar nicht erst mit dem Auto, sondern mit dem Bus. Oder du fliegst mit der Fähre. Ja, du kannst mit der Fähre fahren, aber von London musst du erstmal zur Fähre kommen. London ist mitten in England. Und also, das sind 2 komplett verschiedene Urlaube. Entweder du gehst nach England oder nach Irland. Du kannst natürlich eine Rundreise machen, aber dann fliegst du dazwischen. Also ich würde nicht. Also jeder Flug ist, glaube ich, günstiger, als wenn du die Fähre nimmst. Und so viel günstiger. So viel kürzer auch. Fähre ist 4 Stunden allein. 4 Stunden ist die Fähre. Also wir mit dem Auto haben, glaube ich, 400 Euro damals gezahlt. Aber da zahlst halt auch viel, dass du mit dem Auto drauf darfst. Achso, ihr habt es schon geplant. Ihr fahrt für 4 Tage nach London mit dem Auto? Habt ihr das durchdacht? Ich bin die Strecke gefahren. Habt ihr das durchdacht? Das ist nichts, was man einfach so aus Spaß macht. Wie fahrt mit dem Auto nach London? Das dauert so lang. Und dann fahrt ihr von London nach Dublin? Das dauert so lang. 10 Stunden? Ja! Insgesamt dauert es 24 Stunden. Also wenn du von München nach Dublin willst, dauert das buchstäblich 24 Stunden reine Fahrtzeit. Aber es kann sein, dass es nur 10 Stunden nach London sind. Da will wohl jemand Roadtrip machen. Viel Spaß. Eure Spülmaschine stand einfach so in Flammen nach 5 Jahren. Das erinnert mich wieder an die IT-Crowd. A fire. In a water park. In a sea world. A fire. Denke mir, eine Spülmaschine. Wie soll die Spülmaschine denn bitte brennen? Das Ding besteht aus Wasser. Hallo, Ahn. Nächstes Jahr ist auch geplant, aber da sagst du, ich bin auch crazy. Phil fährt erstmal mit dem Auto in den Irak. Wohin geht's? Ein Jahr danach. Wohin geht's danach, Phil? Amerika. Mit dem Auto? 8 Wochen nach Amerika? Warum soll ich jetzt sagen, verrückt? Ja, mit dem Auto? Aber ihr nehmt euer Auto. Du weißt, dass es günstiger ist und einfacher, wenn ihr einfach... Hä? Erklär mir bitte, warum ihr mit eurem Auto fahren wollt, wenn es in Amerika Autos gibt. Ich liebe Autofahren. Ja, da fliegt man nach Amerika. Und dann nimmt man dort ein Auto in Amerika, das mietet man und fährt dann rum. Anstatt das Auto vor der Tür zu nehmen und auf die Titanic zu fahren und dann 3 Wochen auf dem Meer zu sein. Was? Ich hasse Fliegen. Weil ich will ja was von der Welt sehen. Was? Okay, ja gut. Okay. Und, ey,
Das Argument ist, dass du die Umwelt schonst, weil Fliegen ist tausendmal schlimmer als Autofahren. Aber... Wie lange seid ihr auf einer... Es gibt doch gar keine Fähre. Gibt es eine Fähre von Europa nach Amerika? Es gibt doch keine kommerzielle Personenfähre. Kannst du nicht auf die AIDA drauf fahren mit einem Auto? Aber das Auto kurz mit Briefmarken komplett einkleben und dann einfach zu DHL gehen. Ich fahr mit. Ja, ein Frachter, aber da kannst du doch nicht privat drauf fahren. Deswegen gehst du zu DHL und sagst, darf ich bitte mitfliegen? Ich habe ganz viele Briefmarken dabei. So alle 10 Sekunden eine Briefmarke einschmeißen. Dann schmeißt sie dich runter. Wer hat mein Video gesehen? Sorry. Das ist schon so weit weg? Hä, wo bist du? Irgendjemand hat doch geschrieben, dass ich toll bin. Wo bist du? Zorumi! Dankeschön für deinen Sub. Ich hab dich nicht vergessen. Ich musste dich nur wieder finden. Zorumi, dankeschön. Eben das Gen 6 Origin Dex Video fertig geschaut und bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das Fantasiemuster von Vivian nur in weiblich hat. Was? Die Box macht mich so unzufrieden, weil alles andere männlich ist und ich weiß, dass man das in männlich haben könnte. Was? Was? Mein Vivian ist weiblich? Warum sagst du mir das? Wie, das ist weiblich? Und wie kann man das in männlich haben? Hä, was? Vivian Events. Männlich, weiblich, männlich, weiblich. Männlich, 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 weiblich. Männlich, 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 weiblich. Männlich, weiblich. Also Pokéball-Muster... Krass, heißt das, es ist random, was man bekommt? Oh nein. Oh nein. Warum machst du mich so fair? Ich habe da nicht drauf geachtet. Ich habe nicht auf das Geschlecht von dem Event WWJ geachtet. Zorumi, nein. Du hast auch von damals so ein weibliches. Ja, aber anscheinend kann man männliches haben. Trunks, kannst du mal deine anderen Vivians durchschauen, ob du ein männliches hast? Zorumi, du Schwein! Warum hast du mich darauf aufmerksam gemacht? Oh, du hast so recht. Oh mein Gott. Es tut dir ja leid. Ja, aber du hast ja recht. Okay. Aber ich muss noch einen Kommentar unter das neue Video schreiben, habe ich vergessen. 1 von 10! Leute, wir haben ein Feuerwerk! Wir haben ein Feuerwerk! Was nicht schwer ist, weil ich so selten Videos hochgeladen habe in letzter Zeit. Wir haben ein Feuerwerk! 1 von 10! 1 von 10! Thank you.
Das Grüne, mein Grünes ist weiblich anscheinend. Ich habe ein männliches Palki! Okay, er ist zu Hause, dann muss ich updaten am Handy. Palki, kannst du... Wir können gerne tauschen. Das, was ich im Moment habe, gehört Trunks. Ich will nicht einfach Trunkses wegtauschen. Palki, das ist super nett von dir. Also entweder hat Trunks ein männliches und ich tausche es mit Trunks, weil dann wäre es das gleiche hin und her, weil es hat mal Trunks gehört. Oder wenn Trunks es erlaubt und sie hat es nicht, dann würde ich es mit dir tauschen. Oh mein Gott. Wie ich dann nicht drauf geachtet habe. Ich habe da gar nicht dran gedacht, weil Eventmons sind für mich Eventmons. Das ist halt so, wie es ist. Quasi, wenn es weiblich wäre, hätte ich mir gedacht, okay, es sind halt immer weiblich, kann ich nichts machen. Aber anscheinend ist es ist random, was man bekommt. Du lässt... Okay, warte. Jetzt macht das Thumbnail Sinn. Aber hier zu Rumi, du hast auch Feedback gegeben. Kurzes Feedback bezüglich Region Modding. Ich selber habe letzten Monat meinen Gen 6 Origin Jacks gemacht und da ich noch eine alte, stark gebrauchte 3DS-Konsole hatte, habe ich mir gedacht, ich probiere es mal. Einfach Anleitung 1:1 gefolgt. War um echt zu sein, nicht wirklich schwerer als das Modden der Konsole selbst. Einmal auf US, einmal auf Japan, wieder zurück zur EU. Wenn ihr also Geld sparen wollt, dann ist das schon eine Option. Ein Risiko besteht allerdings immer. Oder eben den Emulator nutzen, wie Leo im Video gezeigt hat. So, Rumi! Mega, 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 mega Kommentar. Echt, war das so einfach? Dann haben mir Leute zu viel Angst gemacht. Jetzt macht das Thumbnail Sinn. Ja. Ich lese kurz Kommentare. Mal schauen, was Böses. Sind Ersche wieder dabei? Warte, ich habe die Ersche noch nicht rausgelöscht. Ich muss kurz Ersche rauslöschen. Hallo, Itachi. Wo sind die Ärsche? Da. Ihre Videos sind sehr ordentlich. Danke. Lösch dich. War nur ein Arsch diesmal? Nur ein Arsch! Die Ärsche haben abgenommen. Oder sie kommen noch. Viel Spaß mit Gen 8 mit Hokumel. Das wird nicht schwer. Kommentar für den Algorithmus. Danke, danke. Okay. Zur Rumi, ey. Da ist jetzt ein Fass aufgemacht. Aber zu Recht. Zur Rumi, ich hoffe, du findest auch irgendwann dein männliches. Vielleicht... Ah, shit. Ich habe mich verdrückt. Vielleicht gibt es ja hier Leute, die ein weibliches gegen ein männliches tauschen. Also Palki, das wäre natürlich mega, wenn du da keinen Wert drauf legst, was männlich und was weiblich ist. Ich bin am Suchen, aber das ist immer so eine Sache, ein legites zu finden. Ja. Vor allem in dem Fall würdest du ein richtiges hergeben. Deins. Es tut weh. Also mich stört es nicht. Meins ist von Pokémon X. Hauptsache ich habe eins. Ja, ich brauche das von Pokémon X. Also wenn das jetzt von woanders wäre. Aber es gibt, glaube ich, gar keine... Kann sein, dass in Usum es welche auch gab. Dankeschön für den Raid. Ich kann deinen Namen leider nicht aussprechen. Oder ich weiß nicht, was es heißt.
So, Phil, wir müssen jetzt deine Nachricht noch genauer durchlesen. Ach so, Odoru, hallo. Deinen Namen sieht man erst, wenn du schreibst. Dankeschön für den Raid. Das Fantasiemuster gibt es in Kappa relativ easy zu bekommen. Ja, ja, aber das ist ja das Falsche. Das ist ja nicht aus Gen 6. Wir brauchen ja ein Gen 6 Fantasiemuster. Konntest du nochmal über die Idee mit dem Chibi-Emote drüber schlafen? Chibi von dir? Ja, ich hab ganz lange drüber nachgedacht. Ich konnte auch nicht schlafen. Ich habe mich hin und her gewälzt. Und dann bin ich aber zu der festen Entscheidung gekommen. Niemals will ich ein Emote von mir in einer Chibi-Version. Warum? Vielleicht, weil ich nicht 5 bin. Hör auf, danach zu fragen. Pokémon Feuerrot auf Japanisch. Was ist damit? Hast du das gespielt? Warum? Habe ich doch gerade gesagt. Was willst du von mir? Tsurumi, du bist ein... vergesse ich immer den Namen. Bitora? Nice, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Feuerrot. Ich will von dir ein Chibi-Emote. Okay, sag's noch einmal und ich gebe dir was in Return. Dankeschön für 10 Bits. Okay, Phil. Verrückter Phil. Ich fahre mit dem Schiff rüber. Ich fahre nicht mit dem Schiff rüber, sondern lasse in Portugal mein Auto mit dem Flieger rüberfliegen. Das heißt, du fährst nach Portugal mit dem Auto, lässt dort dann das Schiff rüber, dein Auto rüberschippen nach Amerika. Was machst du? Du fliegst. Und das alles nur, damit du dein eigenes Auto in Amerika fahren kannst. Und damit du mehr von der Welt siehst. Was stimmt, weil du bist von Deutschland nach Portugal gefahren mit dem Auto. Das heißt, das siehst du mehr, als wenn du in Deutschland in den Flieger steigst. Palki liebt gern, aber ich warte noch auf Trunks, ob Trunks das hat, weil das fände ich netter von mir, weil, weißt du, das war Iris und dann würde ich Iris tauschen mit ihr, anstatt dass ich Iris einfach woanders hingebe und sowas. Aber ich gebe dir Bescheid. Bin kurz im Lurk, aber ich antworte dir gleich wieder wegen meiner verrückten Aktion. Das ist crazy, ja, das ist crazy. Aber hey, wenn okay, hey. Schau mal, Discord. Mein Discord ist gar nicht auf. Was ist dein Lieblings-Shiny? Deine Mutter gestern Abend. Sie hat richtig viel geglänzt. Ich würde... Okay.
Trunks hat eins. Palki, vielen, vielen Dank. Aber die Trunks hat eins für mich. Trunks, die Retterin der Vivillons. Ich schreibe dich nach dem Stream an, einfach Trunks, wenn das okay ist. Wenn du Zeit hast. Über Home ist immer so schwierig, da sehe ich nicht, welches so leicht ist, weißt du? Da ist die Ordnung so durcheinander. Nicht durcheinander, aber. Da habe ich Angst, dass ich das Falsche weggebe. Warum denn? Es ist heller geworden irgendwie. Irgendwie habe ich es geschafft, dass es heller ist. Das ist unten, es kann nicht heller sein. Es war schon immer auf 100%, aber irgendwie... Fail, dankeschön für 400 Bits, um zu sagen, dass du zurück bist. Dankeschön. Eben, wir tauschen lieber über Konsole, Trunks. Ja. Ich bin nicht wirklich näher am Licht dran, aber ich glaube, das Licht ist jetzt mehr auf Augenhöhe und dadurch spüre ich das Licht mehr. Vielleicht bin ich einfach empfindlicher geworden. 4, 3, 1, 2. Fast. 4, 3, 2, 1 immer gleich. Phil, wie zum Teufel? Warum machst du das? Warum gibst du so viel Geld aus? Du gibst hier schon so viel Geld aus und jetzt erzählst du uns, dass du einfach dein Auto, das muss so viel Geld kosten, dein Auto von Portugal nach Amerika schippen lässt, nur in Amerika mit deinem Auto rumfahren zu können. Es ist so viel Geld. Was du mit dem Geld alles machen könntest. Du kannst einfach mit dem Flieger rüber und dort mit dem Mietauto rumfahren. Es kann nicht, es muss so viel günstiger sein. Welche Shiny glaubst du bekommst du zuerst? Giratina. Weil ich ein Autofanatiker bin. Wenn du ein Autofanatiker wärst, würde ich jetzt um einiges mehr verstehen, wenn du dir in Amerika einmal pro Woche ein neues Auto mietest. Du kannst nicht sagen, dass du ein Autofanatiker bist, wenn du immer dein eigenes Auto fahren willst. Dann probiert man doch echt, dann fährt man doch erst recht mit dem, mit einem, keine Ahnung, Dodge in Amerika rum und als nächstes mit einer Harley und danach mit was anderem und sowas. Was so typisch amerikanisch ist und was dort extra das geile Feeling hat, anstatt dass du dein Auto mit rübernimmst und dein Auto fährst. Also mach, was du willst. Ich find's, also, aber die Argumentation verstehe ich nicht. Wenn du ein Autogeil bist, dann willst du doch die geilsten Autos fahren und nicht immer dein eigenes. Hast du auch einen Führerschein, Leo? Ja. Seit 18 Jahren.
Einen alten Pontiac. Ich bin kein Automensch. Das heißt, du fährst lieber mit deinem Auto in Amerika rum, als dort einfach verschiedene Autos auszuprobieren. Hey, du, hey, 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 du es, tu es, tu es. Ich schüttel nur den Kopf wegen so viel Geld. Es ist so viel Geld, so viel Geld. Dann kannst du da noch nicht mal so schnell fahren, wie du willst mit dem Auto. Was für ein Auto hast du? Ein großes. Schnellfahren ist keine Kunst. Oh. Ich meine, ich habe nur daran gedacht, weil viele Leute aus Amerika shippen ja ihre Autos nach Deutschland, um hier Vollgas geben zu können. Aber andersrum weiß ich nicht, wie oft das passiert. Das Leben genießen und einfach mal sich ausbremsen lassen. Ich fahre auch gerne in die Schweiz, nur um mal langsam zu machen. Das ist alles fein. Und ich versuche es nur zu verstehen, wie man sowas, warum man sowas macht. Aber ich werde es nicht verstehen, weil jedes Argument, was du mir bringst, ist das Gegenteil von dem, was ich verstehen würde. Ausbremsen heißt für mich nicht, dass ich Tausende von Euro ausgebe, um an einem Ort mein Auto zu fahren, sondern das heißt, dass ich einfach an den Ort hingehe und dort den Ort genieße, anstatt so viel Geld auszugeben. Aber okay, wenn du einfach sagst, hey, ich liebe meinen Oldtimer, ich liebe mein krasses Auto, was ich habe, und ich liebe es damit, überall zu fahren. Und selbst wenn ich Amerika-Urlaub mache, will ich mit meinem Auto in Amerika rumfahren. Das ist dann so. Also das mit dem Flug und Auto kostet insgesamt 2500 Euro. Es kostet nur 2500 Euro, das Auto darüber zu fliegen. Und dein eigener Flug auch noch zusätzlich. Das ist echt nicht so viel. Das ist echt nicht viel. Aber es ist sehr viel Taschengeld für Robalbo. Ja, der für den ist das ganz viele V-Bucks in Fortnite. Mindestens 5 V-Bucks ist das. 2500 Euro ist nicht viel für ein Auto und einen Menschen rüberzufliegen. Nur das Auto, selbst nur das Auto fände ich. Ich dachte, es kostet locker 10.000 oder so. Das ist ein Auto. Warum bist du so gemein zu mir? Weil du mich nervst. Wie du vielleicht schon mehrmals jetzt gemerkt hast. Gute Nacht, Odoru. Ist ja auch viel Geld, aber man lebt nur einmal. Ja, all diese Gründe, die du sagst, man lebt nur einmal, muss man ausbremsen, das verstehe ich halt null, weil... Man lebt nur einmal, heißt nicht, dass ich mit meinem Auto in Amerika rumfahren muss. Aber tu, du krasser Mensch. Hallo? Müssen nicht, aber ich will. Ja. Ist doch der beste Grund.
4-3-4-3-2-1 vorbei. 1-3-3. Hey, wir sind bei Lead vorbei. Ach, Lied ist 7. Ich dachte bei 5. Oh ja, logischer. Lied! Oh mein Gott. Und vorbei. Nächstes Thema. Was liegt euch noch auf der Brust? Das war jetzt ein Schock für mich, dass ich nicht das richtige Vivillon habe. Ein Schock. Ich muss aber mal Wasser holen und gucken, ob das Wohnzimmer noch überlebt hat. Draußen stürmt es und ich habe das Fenster aufgemacht. Durchlüften. Durchzug. 20.15 Uhr noch pro 7. Ich sammle keine Karten, nee. Das ist Geldverschwendung. Fenster auf Kipp. Das sagst du auch extra. Du weißt ganz genau, dass man Fenster hier nicht kippen kann. Mit euren deutschen Privilegien. Was ist deine Lieblings-Shiny-Hand-Methode? Diese Fragen. Was weiß ich? Keine? Alle? Die, die Spaß macht? Keine. A drücken und warten. Meine Lieblingsmethode ist A drücken und warten. Toasty, du bist ein Zorroark. Ich glaube, meine Lieblings-Shiny-Hunting-Methode, was auf Erfolg geht, ist Masuda, Eierbrüten. Oder was am meisten Spaß macht, würde ich sagen, ist wirklich, wenn das Shiny kommt, Kamezin und Popo. Ich glaube, am meisten Spaß macht es, in Kamezin und Popo rumlaufen und Shinies suchen. Aber es macht nur so viel Spaß, weil es so einfach ist. Und weil es so einfach ist, ist das Gefühl der Belohnung lang nicht so geil, wie wenn es jetzt hier mal kommt. Ah.
Hast du meinen Kommentar bei deinem Video gesehen? Und das Ditto mit dem Herz kannst du, wenn du magst, auch mal neu machen und heller wie das, wenn es geht. Phil, was sind das für... Erstens. Du kleiner Jetsetter mit deinem Auto. Wie... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll auf diese freche Nachricht. Was soll ich sagen auf diese freche Nachricht von Phil? Oh mein Gott. Das Ditto mit Herz kannst du, wenn du magst, auch mal neu machen und heller wie das, wenn es geht. Erstens. Empfinde ich diese Nachricht etwas frech, dass du einfach verlangst, dass ich Emotes besser mache. Zweitens könntest du kurz 3 Gehirnzellen aktivieren. Und bemerken, dass die hässlichen Emotes Follower-Emotes sind. Für die Leute, die keine Subs sind, die kriegen die hässlichen Versionen. Das ist der Witz daran. Und wie du gerade bemerkst, gibt es jedes Emote natürlich in schön. Das sind 5 Follower-Emotes, die absichtlich hässlich sind, die manche Leute trotzdem benutzen, weil sie lustiger aussehen. Und du verlangst, dass ich das besser mache. Unfassbar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Pathetic. Pathetic. Machst du demnächst auch noch Reggie Illiki? Irgendwann, aber nicht demnächst. Eigentlich wollte ich ja Famibs machen, aber dann waren diese Ausbrüche im Weg. Und dann habe ich Reggie Drago gemacht. Wenn Reggie Drago da ist, dann mache ich auf jeden Fall Famibs. Keiner hat da echt schöne Emotes gemacht. Ja. Perfektion. Das war Redface mit dem Bonk. Scheiß Masuda, bin bei 900 Grammokless Eiern. Hey, du musst einfach nur Origindex machen, rumlaufen und zufällig ein Shiny Grammokless in Gen 6 finden. Ist ganz einfach. Ich habe ein Tutorial hochgeladen heute. Picknicks sind cool. Sandwiches, Begegnungskraft ist cool. Dudi, who's that Pokémon? Who's that Pokémon? Who's that Pokémon? Schau, sie sind wieder verschwommen. Ich hab's gefixt. Jetzt ist wieder schwer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dudi, schnell, schnell, Dudi, schnell. Zapladin. Dudi, schnell. Was ist das? Ich weiß, was ich sage. Reißlaus. Interessant. Reißlaus schreibt man übrigens mit scharfem S. Reißlaus und Phonifras sind die 2 einzigen Pokémon mit scharfem S. Ich find's so interessant. Dudi, 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 was ist das? Dudi. Remoraid. Flunschlick. Also, wo seht ihr denn dann Flunschlick? Das Ding ist ein Phallus. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Du bist ein Serpifoy. Dudi, bitte sag was. Ich sehe Reggie Drago nicht. Dudi geht den ganzen Pokédex durch. Dudi! Schmerbe. Dudi! Warum antwortest du nicht? Thank you.
Waschseife, vielen, vielen Dank für 25 Monate. Vielen, vielen Dank, Waschseife. Es ist ein Tanhel. Verdammt, es ist ein Zapladin. Aber es ist ein Shiny Zapladin, du hast es falsch gesagt. Shiny Zapladin, hätte man sehen können. Hätte man sehen können. Du weißt es nicht. Es war ein Zapladin. Okay, aber dann noch eins, das weißt du. Dudi! Was ist das? Hast du Shiny Zapladin geschrieben? Ich denke nicht. Spinn sie das. Ich glaube, das stimmt, ja. Das ist Aspensidias. Nochmal. Who is that Pokémon? Ich glaube, ich sehe es. Aber es kann schwer sein. Was ist das? Du musst dich nicht entschuldigen. Es ist dein Spiel. Jetzt, Dudi, was ist das? Hör nicht auf den Chat, die haben alle keine Ahnung. Also vielleicht schon. Aber lass dich nicht beeinflussen. Nigiragi? Das ist ein sehr dickes, aber dann. Girantina! Ich glaube auch, dass es Valraiser. Easy. Geschenkt. So, jetzt. Ein Lurch? Okay, ihre Spirits sind da. Lurky, du bist ein Quaffaff. Habt ihr schon das Gen 6 Video gesehen? Quaffaff. 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 Beast, du bist ein Natu. Jetzt streng dich doch mal an. Du willst doch Gengar sein. Quaffaff. Quaffaff. Nicht Wuff. Der sagt nicht Wuff. Die sagen Quaffaff. Quaffaff. So, und weil Filz jetzt zweimal gesagt hat, gucke ich jetzt nochmal auf das Kommentar, das er hinterlassen hat. Feuerwerk! Mein Mega-Video, was anderes sind wir nicht gewohnt von dir und es ist mega gemacht und viel Arbeit reingesteckt, das merkt man und das sollte man respektieren! Respekt, Herz, Dankeschön. Ich hasse die drei Kantovögel. Das ist immer so schwierig, wenn jemand schreibt, ich hasse etwas. So, es hat nichts mit dem Video zu tun. Die Person sagt nicht, dass das Video scheiße ist, aber ich hasse die drei Kantovögel in XY, weil ich so lange brauchte, um alle zu fangen. So, ich will eigentlich jedes Kommentar mit einem Herz versehen, weil Dankeschön für das Kommentar. Und wenn ich da jetzt ein Herz versehe, bin ich so, hey, Herz, dass du es hast. Herz, dass du die Vögel hast. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ja, ich fand die drei Vögel nicht schwer. Ich fand's cool, die zu holen. Ich finde, Gen 3 ist die erste Gen mit mehr als einem Rivalen. Herz. Wie kann ich Pokémon Bank runterladen? Quaffaff. Kiss. Ein
1, 3, 4, 6, 4, 3, 4, 5. Oh, wir haben 4, 3, 4, 3 verpasst. Auf welches System runterladen? Ja. Geht ja nur, wenn wir es auf Kamsin und Popo machen, oder? Bum, 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 bum. Oder wegen Bank? Ja, jemand fragt halt, wie man sich Bank runterlädt. Die Antwort wird immer sein, indem du deinen DS moddest. Es geht halt nicht anders, es tut mir leid. Ich weiß doch, Nintendo ist doof. Das war nicht die Home-Frage, es war Bankfrage. Wie kriege ich Bank? Ja, gar nicht. Habt ihr ein Video bisher zu Quaffaff geguckt? Der Rest kommt nach dem Stream, aber bisher wie immer eine 10 von 10. Es kann nicht eine 10 von 10 sein. Dankeschön, aber ich muss mich auch noch verbessern können. Es ist so nett, dass ihr alle sagt, dass das Video so toll ist, aber ich... Es kann nicht sein. Aber vielen Dank, Ulupoto. Du fandest nur eine 4 von 10? Ja, das ist halt das andere Extrem. Damit kann ich auch nichts anfangen. Chuck Morris, warum fandest du es kacke? Warum brichst du mein Herz? Was haltet ihr von schreienden Kindern im Flugzeug? Es kommt gerade ein Bericht im Fernsehen. Was sagt der Bericht im Fernsehen? Wer hat sich gedacht, die Welt ist so langweilig. Irgendwie gibt es keine Nachrichten mehr. Ich sollte mal einen Bericht machen über schreiende Kinder im Flugzeug. Was will man denn darüber berichten? 10 Methoden, damit ihr Kind im Flugzeug nicht schreit. Ganz viel Propofol. Was? Das Liga-Gameplay macht es zur 9.5. Ist das wirklich Feedback? Weil das finde ich auch. Das finde ich auch, Sigmund. Signum. Das finde ich auch. Aber ich wusste nicht, wie ich... Also entweder... Ganz ehrlich, wenn ich die Liga normal gemacht hätte, also wenn ich gecheckt hätte, okay, da kommt jetzt die Liga, lass mal mein Team voll machen und ich wäre dann einfach durch die Liga durchgegangen, dann hätte ich vielleicht nur den Champ-Kampf kurz gezeigt für eine Minute und fertig durchgespielt. Aber da es wirklich was Besonderes wurde, weil ich halt zufällig reingelaufen bin, dachte ich mir irgendwie, ich habe mich irgendwie verpflichtet gefühlt, das dann zu zeigen, weil das die einzige spannende Sache am kompletten Let's Play war. Aber in Realität hätte ich einfach es von Anfang an so schreiben sollen, das Video, dass ich einfach nicht über die Top 4 rede, sondern einfach sage, und dann habe ich das Spiel durchgespielt. Fertig. So wie es ganz am Anfang. Ich glaube, in Gen 3 habe ich auch nicht über die Top 4 geredet. Erst in Gen 4 habe ich kurz über die Top 4 geredet, weil da irgendwas Lustiges war. In Gen 5 ist was Lustiges gewesen. Ich schreibe eigentlich nie und bin still. Das hat mich aber leicht getriggert. Feedback. Dankeschön. Dankeschön, Signum. Das hat dich leicht getriggert. Ich meine... Ich dachte mir dann, okay, soll ich es komplett rausschneiden, weil es ist halt schon so ein 10-Minuten-Break, so. Ich finde trotzdem, dass es, wenn man sich dafür interessiert, kann es trotzdem interessant sein. Ich verstehe es überhaupt nicht falsch. Ich liebe Feedback. Die Leute denken immer, Feedback ist negativ oder YouTuber wollen nichts Negatives hören. Ich liebe es, dass du es gesagt hast. Weil bisher ist das einzige Feedback, was ich immer kriege, oh, du bist so perfekt, das ist alles so toll. Und ich denke mir so, nein, die Stelle war blöd. Ich wusste auch nicht, was ich besser mit dieser Stelle machen soll. Und dann höre ich überall, alles ist super. Also denke ich mir, okay, war die Stelle doch nicht blöd. Aber sie war blöd. Sie war blöd, die Stelle. 10 Minuten hätte ich mir sparen können. Ich hätte einfach von vornherein sagen sollen, scheiß auf die Top 4, es interessiert niemanden. Ich bin kein Competitive-Mensch. Der Kampf ist nicht wirklich interessant. Lass einfach sagen, und dann habe ich das Spiel durchgespielt und konnte anfangen, Pokémon zu fangen. Cut, 10 Minuten kürzer, geil. Aber dann dachte ich mir, hey, ich mache immer Kapitel rein. Also wenn jemand die Stelle langweilig findet, da ich Kapitel habe, kann jeder sagen, okay, finde ich nicht interessant. Ich skippe bis zu dem Punkt Pokémon, hier geht's weiter.
Also die Leute, die das Video sowieso interessiert, skippen die Stelle, glaube ich, dann einfach. Und die das Video nicht interessiert, sind sowieso nicht bis dahin gekommen, schätze ich mal. Vielleicht kurz eine Art Compilation schneiden. Das habe ich probiert, es war 15 Minuten und dann habe ich es auf 10 Minuten runtergekriegt. Und es war ja eine Compilation. Ich habe versucht, es war eine Stunde. Ich habe eine Stunde auf 10 Minuten runtergeschnitten. Und ja, ich hätte es von Anfang an anders machen können. Ich hätte einfach sagen können, und dann habe ich die Top 4 besiegt, hier sind ein paar Highlights. Sondern einfach, oh mein Gott, oh scheiße, fertig. Du hast vollkommen recht, ja, so hätte ich es machen sollen. Ja, so hätte ich es machen sollen. Leute, Kommando zurück, ich lade es wieder neu hoch. Der Director's Cut, der Signum Cut kommt morgen raus. Du hast vollkommen recht. Nix skippen hier. Aber es ist mein Geschmack. Ja, aber es war auch mein Ding so. Es war auch mein Ding. Aber irgendwie, ich war hin und her so, weil es ist ein wichtiger Teil gewesen, was passiert ist. Aber halt nur für mich. Und wenn man halt dann als jemand zuschaut, der nicht live dabei war oder halt, dann ist es einfach so eine Bremse auf einmal. Keine interessanten Informationen, kein Fortschritt, sondern einfach nur 10 Minuten lang, wie ich Pokémon seltsam besiegen muss, weil ich es nicht besser hinkriege, weil ich dumm bin. Ja. Aber danke, dass du es gesagt hast, weil das jetzt mal, weil es hat. Ich krieg nie sowas gesagt. Und es ist angenehm, quasi dann ist es, wenn ich Zweifel habe, ist es halt angenehm, auch die Seite zu hören. Dass ich vielleicht zu Recht Zweifel hatte. Aber auf der anderen Seite, der Mensch wiegt immer Negatives mehr. Also 100 Leute können sagen, alles ist perfekt und eine Person sagt, es ist nicht perfekt. Und dann höre ich auf die eine Person, die sagt, es ist nicht perfekt. Aber ich hatte ja selber das Gefühl, ich mochte die Stelle selber nicht so. Ich hätte es einfach streifen sollen. Jedem kann man es nicht recht machen. Sowieso. Was machst du mit den Leuten, wo genau diese Stelle gefallen hat? Das kannst du mir nicht erzählen. Okay, du. Ich hab nichts dagegen. Also, willst du mir sagen, dass du sie 10 Minuten genossen hast? Ernsthaft. Jetzt nicht einfach nur, um das Gegenteil zu sagen, sondern haben dir wirklich diese 10 Minuten gefallen? Hast du dich nicht 10 Minuten gelangweilt, als ich die Top 4 besiegt habe? Weil, wenn mir die Stelle gefallen würde, würde ich auch sagen, scheiß drauf. Wenn Leute die Stelle nicht mögen, mir egal, mir gefällt die Stelle. Aber mir gefällt die Stelle halt auch nicht. Ich habe sie nur reingemacht, weil ich mich verpflichtet gefühlt habe, die Stelle reinzutun. Weil es das einzig Spannende war, was im Let's Play passiert ist. Ich bin der Erste, der sagt, ich mag die Stelle, ich lasse sie drin. So ist jeder Witz, jeden Witz, der da drin ist, mag ich ja. Und es gibt bestimmt Leute, die sagen, den Witz verstehe ich nicht. Und da sage ich mir, ist mir egal. Ich mag das, ich mag die Stelle. Aber ich mag die Stelle halt selber auch nicht. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Genossen ist nun übertrieben. Sage ich dir aber schon. Genossen ist übertrieben. Okay. Ja, ich habe es dann am Ende drin gelassen, weil ich mir dachte, hey, wenn man es nicht mag, kann man eh einfach skippen. Weil man sieht die Kapitel unten. Und dann soll man halt einfach weiter skippen. Ich finde die Top 4 lustig. Er war stets bemüht. Ich habe gerade auch das Video fertig geschaut. Dave, Dankeschön, grüß dich. Und hast du Feedback für mich, wie du das Video findest? Fühlt euch nicht gezwungen, mir Feedback zu geben. Ich meine nur, immer wenn ich versuche, Feedback aus Leuten rauszukitzeln, weil Content Creator kriegen kein Feedback. Das ist entweder, sagt man, du dummer Hurensohn, was einem auch nichts bringt, oder man sagt, oh, so toll, was einem leider auch nichts bringt. Außerdem Ego. Davon braucht man nichts. Kann es sein, dass du gar nicht alle Megas am Ende gezeigt hast?
Ja, aber das war Absicht. Also mein Plan war es, alle Megas zu zeigen, deswegen habe ich es gesagt. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich alle Megas zeige... Ich weiß ganz genau, wie lange das inzwischen dauert. 13 Minuten. Ich habe heute ein Video geschnitten, das nur aus allen Mega-Entwicklungen Animationen besteht. Das ist 13 Minuten lang. Es ist 13 Minuten lang, weil ich normal, shiny, normal, shiny, normal, shiny gemacht habe. Das heißt, sagen wir die Hälfte, 7 Minuten. Das heißt, am Ende wären nochmal 7 Minuten dran gewesen, wenn ich alle gezeigt hätte. Ich dachte irgendwie in meinem Kopf, als ich das geschrieben habe, das wird schneller gehen. Nee. Und dann, als mir das aufgefallen ist, als ich die halt da reingepackt habe, die Mega-Entwicklungen, dachte ich mir, ah, fuck it, ich mache nur die, die mich interessieren. Und deswegen habe ich auch in dem Moment, wo ich sage, alle Mega-Entwicklungen, habe ich ein alle in Ausführungszeichen hingesetzt. Was bedeutet das Shiny Ditto, das manchmal in der Ecke erscheint? Das ist quasi euer Shiny Luck. Jedes Mal, wenn man den Ditto-Bonk in den Chat postet, das, was Anne gerade gemacht hat, was du gemacht hast, wenn du das in den Chat schreibst, besteht die Chance von 1 zu 10, dass ein Shiny-Bonk im Stream erscheint. Also 1 zu 20, sorry. 1 zu 20 sind 1 zu 5. Ja. Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5, dass... Nee, Wahrscheinlichkeit von 1 zu 20. Wie viel Prozent sind 1 zu 20? 5%. So rum. 5% Chance, dass ein Shiny Ditto im Stream erscheint. Jedes Mal, wenn jemand den Ditto-Bonk-Emote triggert. Mehr ist es nicht. Wir sollen uns also nicht gezwungen fühlen, dir Feedback zu geben. Meine mehrseitige Analyse und Auswertung drucke ich aus und schicke ich an deine Geschäftsadresse. S, du musst nicht / S schreiben. Aber ja, mach das. Du, ich freue mich darüber. Ich lese das durch. Wie oft kann man das versuchen? So oft du willst. Kann man dir Post zuschicken? Ja, ich habe eine... also mich kostet das jedes Mal 4 Euro, wenn du mir Post zuschickst. Also wenn du mir jetzt einfach nur einen Brief schicken willst, würde ich sagen, hey, mach ein Bild von und schick mir das Bild. Aber wenn du mir irgendwas Physisches schicken willst, ich habe eine Paketstation, ja. What the hell, 4 Euro? Das ist halt eine Paketstation, weißt du, das machen die auch nicht umsonst. Warum sollen die das umsonst machen? Das ist halt eine, wie heißt das? Bei 4 Euro die Nase rümpfen, aber für sau viel Geld dein Auto nach Amerika schippen. Aber 4 Euro. Ein angemietetes Postfach. Auf Deutsch heißt es wahrscheinlich so, angemietetes Postfach. Im Englischen sagt man immer P.O. Box. Was heißt P.O. Box eigentlich? Personal Office Box. P.O. Box heißt es. Und wo findet man diese Adresse? Die fragst du. Frag mich. Ich habe keinen Bock, die öffentlich irgendwo hinzuschreiben, weil wie gesagt, jedes Mal kostet mich das Geld. Das heißt, jemand könnte einen Kiesel schicken und ich zahle 4 Euro. Kiesel, 4 Euro, Kiesel, 4 Euro, Kiesel. Ich muss jedes Mal hingehen und nachschauen, was das ist. Oh, ein Kiesel. Deswegen, wenn du unbedingt mir was schicken willst, was sehr nett ist, aber du nicht machen musst, dann schreib mich an und ich sag dir diese Adresse. Post Office. Okay, also es ist einfach ein Postfach, ja. Einfach ein Postfach, ja. Das Video zeigt halt, wie ich mich selbst gefühlt habe beim Gen 6 Dex. Es ist halt einfach nur, gehe jede Route durch, fange alles und dann ist der Dex auch schon durch. Und deswegen habe ich halt versucht, ein paar Witze und ein paar irgendwas in die Top 4 und irgendwas einzubauen, was das Ganze halt ein bisschen... puffert. Deswegen mache ich die Stelle sehr als Coyote mit Ferngläsern darstellt und nach Content sich umschaut und das Content ist hinter ihm.
Was ist der unnötigste Gegenstand, den du dir vorstellen kannst? Frage für einen Freund. Der unnötigste Gegenstand, den du dir vorstellen kannst. Ich kann dir ein paar unnötige Gegenstände zeigen. Ich liebe die so sehr. Unnötige Gegenstände, die ihr mir schicken könnt, sind diese hier. Warum ist das jetzt so weit da drüben? Ich will, dass es mehr... Ich sag nichts zu diesen Gegenständen. Ich glaube, sie sprechen für sich selber. Die kannte ich noch nicht. Das ist einer meiner Lieblingsdinge. Das ist einer meiner Lieblingsdinge. Die sind großartig. Der ist auch gut. Es gibt noch sehr viele geile. Oh mein Gott, ist das eine Klinke aus Luft? Das ist eine Klinke aus Luft einfach. Ja, das Messer ist gut. Der Stuhl ist sehr bequem. Ja. Der Stuhl ist auch sehr bequem. Ja, die kennen wir jetzt schon. Die Treppe, sehr bequem. Der Stuhl ist geil. Das Glas ist auch sehr bekannt. Knöpfe. Das ist auch geil. Okay. Ja, die sind geil. Ikonisch. Ja. Großartig. Okay. Ja. Der Broom ist geil. Ich glaube, das ist einer meiner Lieblinge. Der Besen ist großartig. Einfach so. Muss ich einfach hinlegen, um zu kehren. Ja, das ist auch gut. Was ist das? Inflatable Paddle? Ja, das funktioniert auch nicht. Ja, die ist noch besser. Ja, großartiger Löffel. Der Schlüssel ist auch so genial. Okay. Falls ihr das noch nicht kanntet, einer meiner Lieblingssachen im Internet. Unbrauchbare Gegenstände. Gibt's noch mehr? Aber das war so von einem Menschen, glaube ich. Schon ein Plan, wenn du Alola starten möchtest? Montag. Vielleicht kommt bis dahin ja ein kleines Shiny. Ich weiß, was ich dir zuschicken würde. Ein Auto. Es wäre schön, es vorher zu wissen. Ich weiß, es ist halt das Blöde. Ich weißt du, deswegen, ich habe dieses Postfach halt, wenn mir jemand was schicken will, was ich gerne hätte. Passt das ins Postfach? Nein.
Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob ich dir das Postfach geben soll. Ich weiß noch nicht, vielleicht willst du einfach nur gemein sein. Weil ich so gemein zu dir bin. Es ist der DS vom Shiny Master, stimmt. Eigentlich sollte jetzt hier mal was kommen. Oder dieser DS ist schon so ausgelaugt. Bei jedem Shiny ist er nur noch so... Und da kommt kaum noch was raus. Hast du einen Code für uns, für diese Gegenstände? Ja. Ausrufezeichen. K-O-T. Ich schick dir Luft und 4 Euro drin. Vielleicht habe ich gelogen und es sind 3,99. Dann habe ich 1 Cent Gewinn gemacht. Ich schicke dir meinen Code und wehe, du freust dich nicht. Ich freue mich über jeden Code. Bye, Prani. Knossi hat damit schon Erfahrung. Warum zitiert dann sofort immer jeder Knossi? Es gibt so viele Streamer, die Kacke zugeschickt bekommen haben. Im deutschen Bereich weiß ich aber auch niemanden außer Knossi. Du kriegst deine Pokefusion. Oh mein Gott. Oh oh. Oh oh. Wenn dahinter jetzt ein Regidrago ist. Ich habe zu früh gedrückt. Dahinter könnte ein Regidrago sein. Bist du zufrieden? Palki, was hast du getan? Was hast du getan, Palki? Was hast du getan? Besser als ich erwartet habe. Okay. Also anscheinend hast du nichts falsch getan. Kein Shiny. Der hat Rücken, weil der Kiefer eine Tonne wiegt. Ein Obert. Und wir haben hier Spirits. Von wem sind die denn? Megatikachu, du bist ein Xerneas. Und Robinson, du bist ein Matrifol. Ja, ne? Matrifol. Und Dave, du bist ein Barry Kiefer. Da ist er ja. Der Fast Guy, der dafür gesorgt hat, mein Patreon-Video nochmal hochzuladen. Nee, voll geil, dass du das gesehen hast. Warum ist das nicht jemand anderem aufgefallen? Wie kann er nur? Nee, es war mega gut. Also, das hat dafür gesorgt, dass ich kurz so war, what the fuck, warum hält er das Bild auf einmal an? Dann habe ich die Datei durchgeguckt, ich habe auf YouTube nachgeguckt. Und dann habe ich auf Patreon geguckt und es war halt wirklich nur auf Patreon. Und das heißt halt einfach, dass es auf Patreon, also Patreon hat das Video einfach kaputt gemacht an der Stelle. Was mir Angst macht, weil es bedeutet, dass ich jetzt jedes Mal ein Video kontrollieren muss. Nachdem ich es hochgeladen habe. Das darf eigentlich nicht sein. Aber gut, dass du es gesehen hast. Deswegen ist ja Patreon auch sehr angenehm, weil es ist so eine kleine Qualitätskontrolle, die ihr da macht. Du hast kurz Angst, dass es auf YouTube auch ist. Nö, aber das habe ich ja dann dadurch überprüft. Deswegen war es ja so gut, dass du es gesagt hast, weil es wäre logischer gewesen, dass beim Rendern auf einmal mein PC so
so ein 100% so, oh mein Gott, Hilfe. Und dann wäre die Datei halt kaputt. Und dann wäre es auch auf YouTube gewesen. Aber war es nicht. Es war nicht auf YouTube. Wir sind der TÜV für die Videos. Ja, aber halt rein positiv. Geil. Knackrack, Donnersichel und jetzt ein Matrifol. Es geht wieder bergab. Es ist eine Achterbahn. So, bei Giratina gehen wir heute auf 4444, würde ich sagen. Und Regidrago, wo auch immer wir dann sind. Seit ich das Gen 6 Video fertig habe, geht es mir wieder viel besser. Das Gen 7 Video muss ich... Ich habe das Gefühl, durch diese Reihe, beim letzten Video, habe ich quasi so viel dazu gelernt, dass das letzte Video nicht vom Inhalt her, sondern vom Prozess des Machens her so ist, wie es hätte von Anfang an sein sollen. Aber so lernt man halt dazu. Man wird schneller und besser. Aber Mann, hätte ich Gen 1, 2 und 3 schnell schneiden können, wenn ich den gleichen Ablauf benutzt hätte. Spirit-Pokémon sind aber jetzt meine Tarotkarten. Das ist der Sinn. Was denkst du von dem neuen Pokémon-Spiel, was nächstes Jahr kommt? Wird es gut oder nicht? Und spielst du es dann wieder direkt beim Release? Anderes Thema, sagt er. Es gibt hier kein anderes Thema, gefühlt. Natürlich spiele ich das Spiel sofort, wenn es rauskommt. Es ist schließlich ein Pokémon-Spiel. Und wird es gut? Weiß ich nicht. Um was wird es gehen? Weiß ich nicht. Mich hat auch auf YouTube jemand in den Kommentaren gefragt, hast du irgendwelche Infos zu Pokémon Legends Zar? Und habe ich gesagt, ja. Mein Onkel arbeitet bei Nintendo. Er hat mir geflüstert, dass wir keine Mega-Entwicklung bekommen und dass das ganze Spiel nur Karpados haben wird. Legends Zonk. Keine Ahnung, ich mache mir keine Gedanken über das neue Spiel, weil es nichts bringt. Ich warte auf einen Trailer. Und wenn der Trailer kommt, können wir den wieder anschauen und analysieren und vermuten, was alles passieren wird. Aber die Realität ist, dass wir nichts wissen. Nichts. Alles ist ein Mysterium. Kann man die dann wenigstens entwickeln? Die Karpadore? Niemals. Hast du Karpador Jump gespielt? Da gibt's auch keine Garados. Du spielst nur Karpador die ganze Zeit. Palki, du bist ein Porygon Z. Und Farsky, das war Anne. Farsky, du bist ein Kryospino. Ich frage mich, wann Switch 2, haben da nicht viele gesagt, die kommt dieses Jahr noch? Ja, ich war einer von denen. Es gab halt diese krasse Flaute an Switch-Spielen. Deswegen hat jeder vermutet, okay, es kommt nichts mehr, sie müssen jetzt die Switch 2 rausbringen. Was auch logisch wäre. Jedes Datum ist seit einem Jahr logisch, weil einfach die Switch seit Ewigkeiten existiert. Das heißt, es ist nichts komplett Unlogisches, dass zu jeder Zeit die Switch kommen kann. Aber jetzt auf einmal haben die wieder ganz viele Spiele angekündigt und sowas und es steht immer am Ende da für die Switch. Wo du dir denkst, okay, chillt. Ihr gebt uns das Gefühl, die Switch wird noch die nächsten 3 Jahre existieren. Aber im Endeffekt, ne. Es ist meistens Switch-Systeme und auch wenn es für die Switch rauskommt, kommt es halt dann auch für die Switch 2 raus und sowas.
Also es wird stark vermutet, dass bei der nächsten Nintendo Direct, wann auch immer sie ist, August, der war schon, wird die Switch 2 das erste Mal verkündet. Offiziell vielleicht mit einem Bild oder einem unscharfen Bild oder sowas. Und dann wird sie im April nächsten Jahres rauskommen. Das ist im Moment die Vermutung von allen. Wusstest du, dass man bei Zelda das Master Schwert upgraden kann? Phil, was? Erstens, welches Zelda? Zweitens, ja. So wie in jedem Zelda-Spiel. Ich weiß nicht, welches Zelda du meinst, aber ja. Müsste ja dann langsam vorgestellt werden. Nee, dieses Jahr kann sie nicht mehr kommen, weil dann hätte sie schon längst vorgestellt werden können. Müssen, hätten sein sollen. Aber ich verstehe nicht, warum sie es nicht dieses Jahr gemacht haben. Wahrscheinlich, weil sie es einfach produktionstechnisch nicht hinbekommen. Weil das Weihnachtsgeschäft ist immer ein krasser Boost. Also jeder, der ein Produkt rausbringt, profitiert davon, es, glaube ich, zu Weihnachten rauszubringen. Also einen Monat davor, also Ende November es rauszubringen. Warum sie das nicht machen, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie es nicht können, weil sie nicht fertig ist. Oder vielleicht ein Spiel dafür nicht fertig ist. Hallo Ferret. Heute Abend endlich das Video zu Gen 6 anschauen. Ferret, viel Spaß dabei. Ich hoffe, es gefällt dir. Aber es kommt gerade nur aber. Was ist mit denen? Ich werde es dich auf jeden Fall wissen lassen. Du darfst so knallhart sein, wie du nur willst. Pure Ehrlichkeit. Legend Sasa läuft noch nicht flüssig, deshalb kommt es noch nicht. Müssen die noch beheben. Das kommt nicht, weil, naja, das wird nie flüssig laufen. Hallo Jens. Bye, Phil. Music dies. Moment mal, es fällt gerade auf, dass die zwei Zahlen unterschiedlich groß sind. Sehr widerlich. Sehr widerlich. Okay, jetzt ist sie aber zu groß. Was?
Jetzt sie gleich kurz. Ist es bei euch so auch ekelhaft warm? Nein, hier ist es kalt und ich friere und es nervt. Und dann kommt ihr mal rein und sagt und beschwert euch, dass es zu warm ist. Seid doch mal glücklich. Die ganze Idee an sich hat bei mir schon einen Hype ausgelöst, wie Gen 2 mit dem Trio. Gen 2 mit dem Trio? Welche Idee? Ich bin nie glücklich, was willst du von mir? Ach ja. Ich will auch nur, dass du glücklich bist, Marco. Die Original Origin Decks zu machen. Ach so, so allgemein sagst du. Okay. Wahrscheinlich Sterne bekommen nach 764 Eiern. GG! Wo? In Schwert und Schild? Ist nicht schlecht, oder? Ist jetzt nicht perfekt. 4400 Giratinas. Ich glaube, mein Sterne und Stami sind auch aus Schwert und Schild. Apropos, muss ich heute wieder einen Shiny verlosen? Nein. Gott sei Dank. Viel? 764 ist viel? Nö, oder? Also klar, 1 zu 512 ist die Chance, aber 764 ist gerade so ein bisschen drüber. Ist doch okay. 700 Eier. Übrigens, ich habe mich heute... Oh, das regt mich so auf. Meckern. Ich habe ja einen neuen YouTube-Kanal gemacht, wo ich Let's Plays hochlade von anderen Spielen. Und damit ich Links zum Beispiel in meine Beschreibung packen kann, muss dieser Kanal bestätigt sein. YouTube-Kanäle bestätigen sich mit der Zeit von alleine, wenn YouTube sieht, dass die Person wirklich Videos hochlädt und nicht einfach nur ein Bot-Account ist. Und eine Möglichkeit, um das zu machen, ist, indem man einfach seinen Ausweis fotografiert. Also habe ich meinen Ausweis fotografiert und anscheinend ist einfach nur wichtig, dass der Ausweis gültig ist und man soll alles darauf lesen können. Ich habe ein Bild davon gemacht, alles leserlich, lade es hoch. Halben Tag später kommt zurück,
fehlgeschlagen. Sie können es nochmal probieren. Probiere ich es nochmal, gehe sicher, dass nicht mal irgendeine Lichtreflexion auf diesem Ausweis drauf ist. Einen Tag später, vorhin, kriege ich wieder die Nachricht, fehlgeschlagen. Aber sie sagen einem nicht, warum fehlgeschlagen. Ich weiß nicht, was an meinem Bild jetzt schlecht war. Dass da nicht Leos Mind draufsteht? Was soll denn da, was? Ich muss halt bestätigen, dass ich ein Mensch bin, der diesen YouTube-Account hat. Was sowieso schon Quatsch ist, weil ich unter dem Account bereits 3 andere YouTube-Accounts habe. Warum sollte der 4. dann auf einmal nicht von mir sein? Das ist mein Account. Auf jeden Fall ist es dann fertig. Du darfst es 2-mal probieren und dann darfst du es erst 1 Monat später wieder probieren. So ein Bullshit. Und sie sagen einem noch nicht mal, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, was an meinem Ausweisbild falsch war. Der hat es angeschaut und gesagt, der Hässliche, der kriegt keinen Zugang. Widerlich ist der. Verweigert. Jetzt muss ich 1 Monat warten, um dann wieder ins Blinde einfach ein Ausweisbild zu schicken. Damit ich Links in meine Beschreibung packen kann. Die Steine, die einem in den Weg gelegt werden. Nervt. Auf jeden Fall, die erste Folge von meinem Let's Play kommt heute Nacht wahrscheinlich. Ich werde auf Discord das verlinken, aber ich erwarte davon nicht viel, es ist einfach nur Spiele, die ich selber spielen möchte. Und dann lade ich sie da halt auch hoch. Aber es ist entspannt und das Spiel ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Sehr crazy Spiel. Wo sind Mii? 4444. Das heißt, ich schaffe wahrscheinlich rechts 1400. Chucky. Hallo Jenny. Geht es dir soweit gut, Leo? Ja. Dir auch, Fellow Human. Macht man das so, höflich sein? Macht man das so? Wie geht es dir? Mir geht es gut. So, von all den Covern, die man hier mal sieht von Pokémon, Legends Arceus hat echt das schönste Cover. Und die hässlichste Grafik. Aber das schönste Cover. Und sonst so? Was machen die Kinder? Ach ja, jetzt wo du es sagst, frage ich mich, ob die Kinder in der anderen Wohnung, in der alten Wohnung immer noch schreien. Denn hier schreit kein Kind. Manchmal höre ich das sehr kleine Kind auf der anderen Seite gegenüberliegende Wohnung. Aber nur, wenn
das Kind auf dem Flur ist, was es nicht ist. Sondern halt einfach, wenn die irgendwo hingehen und dann macht das Kind, dann mache ich so, oh. Manchmal sind die Nachbarn über uns ein bisschen Trampler. Aber das stört nicht. Leo's Paradise, halt echt. Ich mache bald ein Video. Ich warte darauf, dass wirklich schönes Wetter ist. Wahrscheinlich am Samstag will ich alles so die ganze Wohnung mal filmen und aufnehmen und dann zeige ich euch, wie die aussieht. Dann werdet ihr mir nie wieder einen Sub geben wollen, weil ihr denkt, dieser dekadente Bastard, der verdient kein Geld, weil er anscheinend schon genug hat. Dankeschön, Flötenmann 69. Nice. Dankeschön, Flötenmann, für deinen allerersten Sub. Dankeschön. Den Sub wirst du dann bereuen. Irgendwann wirst du die Kinder dann vermissen? Nein. Niemals werde ich irgendwelche Kinder vermissen. I say hey. What's flöten, dude? Hallo, Fabian. Aber es gibt ja einen Laubbläser auch. Und wie jeder Laubbläser muss es natürlich in der Früh gemacht werden und Laub geblasen werden, das nicht existiert. Es wirkt hier wie so ein Job, der einfach existieren muss, auch wenn kein Laub existiert. So, wenn du hier einen Job haben willst, der immer gebraucht wird, die nächsten 3000 Jahre, dann wirst du Laubbläser. Anscheinend ist das hier sehr benötigt. Das wird hier sehr benötigt, der Job. Denn sie machen es die ganze Zeit. Aber schaffen wir es auch einmal, oder ich, über was Schönes zu reden. Ich werde mir heute wahrscheinlich Chicken machen. Und in mich reinstopfen. Und mich dann richtig schön fett fühlen. Und dann werde ich das Spiel weiterspielen, was ich aufnehme. Und werde dabei meinen Spaß haben. Und dann gucke ich auf YouTube, wie das Video läuft. Und dann werde ich zufrieden und gleichzeitig enttäuscht sein, wie immer. Aber nein, nur positiv. Und dann werde ich super glücklich sein und tolle Träume haben, wenn ich einschlafe. Letzte Nacht habe ich irgendwas Seltsames geträumt. Ich träume immer Scheiß. Einfach Alltagssachen. Und die sind dann so realistisch, dass ich einfach denke, dass das wirklich passiert ist, weil es einfach so Alltag ist. Letztens habe ich einfach nur geträumt, dass ein Podcast, den ich mochte, der abgesetzt wurde, wieder existiert. Und das habe ich geträumt, wie ich mir diesen Podcast anschaue. Ich so, was sind das für lame, langweilige Träume? Kann ich nicht mal was Cooles träumen, wie ich einfach in irgendeinem Land bin und fliegen kann oder so? Vielleicht sollte ich doch luzides Träumen lernen. Dann kann ich einfach rumfliegen. Einfach alles kontrollieren. Ich habe gerade ein tolles neues Video gesehen und muss sagen, du und Evoli-Entwicklung seid keine Freunde. Das war aber auch wirklich asso. Es war im Nachhinein so dumm von mir, weil ich wusste, wie sie es entwickelt. Ist ja nicht so, als ob ich es dadurch gelernt habe. Ich wusste, wie sie es entwickelt. Aber ich dachte halt nicht, dass mein Evoli schon so hohe Freundschaft hat. Und dann, aber eigentlich war es klar, dass ich nicht zwei Herzen habe. Weil ich konnte nicht zwei Herzen haben, weil ich habe ja geguckt, ich hatte nur ein Herz. Also ich hätte einfach so krass Base spammen müssen und nachschauen müssen, ob ich wirklich zwei Herzen habe und dann halt noch ein Level. Aber nein. Ich Trottel habe wieder dem Evoli-Fail direkt in die Augen geguckt. Aber wer weiß das auch? Also ich wusste es in dem Moment, das ist ja das Problem. Aber ist doch echt komisch. Vor Gen 6 wusste ich das nicht. Ich dachte, Felinara ist genauso Freundschaft wie alle anderen. Oh. Kinder sind nur kleine, dumme Menschen, die sich nicht mal verteidigen können. Sie sind kleine, dumme, betrunkene Menschen.
Kinder können toll sein. Meine Kleine mag jetzt schon Pokémon. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Gute Erziehung. Schau dir einfach eine 10-minütige Compilation von Facehuggern an. Vielleicht hast du dann wenigstens was Spannendes im Traum. Ich habe schon die krankesten Horrorfilme. Hast du übrigens den Trailer zu Terrifier 3 gesehen? Also der Trailer ist harmlos, obwohl er Red Band ist, aber ich freue mich. Nee, noch nicht. Gehen wir zusammen ins Kino, Runny. Gehen wir zusammen in Terrifier 3. Mein Dreijähriger kann auch schon 20 Pokémon benennen. Ach komm, da geht mehr. 50. 40. So viel, wie Gary auf der MSN schon gefangen hat. All die Pokémon, die Gary angeblich gefangen hat auf der MSN, muss er aufzinkeln. Nein, ich war nicht in Alien Romulus. Das Kino hat's verkackt. Und ich war natürlich zu ich, um stumm zu machen. Ich habe 4 Euro ausgegeben für den Film, weil es halt ein Eventtag war. Aber ich habe nie das Ticket bekommen. Und dann bin ich nicht hingegangen. Es gibt 3-Jährige, die sprechen nicht mal 20 Worte. Okay, aber 40 ist trotzdem besser. Ich kann ihn echt nur empfehlen. Ich werde ihn sicher schauen, aber anscheinend nicht im Kino. Oder ich guck nochmal, vielleicht dieses Wochenende gucke ich mal, wie die Tickets so funktionieren. Aber irgendein anderer Film soll auch gut sein. Das Cover ist so eine Frau, die nach oben, so von der Seite Profil nach oben guckt. Irgendein Name. Name von einer Frau ist der Film. Der soll auch gut sein. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der hieß. Was wie Candy Mandy, Sandy Mandy, Mandy Mandy, Mandy Lane, Nikita, was? Das ist ein Anime mit Höschen. Ah ne, das war was anderes. Oder? War das der Höschen-Anime, Nikita? Alexandre, wer ist das nochmal? Ah, das ist der Hereditary-Mann, oder? Speak No Evil sah interessant aus. Ich bin sauer auf Speak No Evil. So ein Quatsch wieder. So ein, ich werd's, ich so. Pass auf, Runny. Anscheinend hast du Speak No Evil nicht gesehen. Ich weiß nicht, was du über den Film weißt. Ich werd dich nicht spoilern. Aber das Original Speak No Evil, der kommt ja erst, ja nee. Speak No Evil existiert seit Jahren. Speak No Evil ist ein Film aus Holland, glaube ich. Und ist sehr creepy. Die erste anderthalb Stunden sind einfach nur creepy und unangenehm. Und dann wird er zu Horror. Und der Film an sich ist einfach nur, du willst die ganze Zeit die Schauspieler rütteln, weil sie diese scheiß Entscheidungen treffen. So die ganze Zeit, so typisch, aber der Film ist so hyperrealistisch. Normalerweise, nee, du kennst ja Horrorfilme, wo man einfach sagen will, so, nein, geh nicht nach rechts, du Idiot, da kommt der Schrei her, geh nicht dahin. Aber das ist typisch dann so ein Horrorfilm, so ein Teenie-Horrorfilm. Aber der Film ist so realistisch. Du kannst dir vorstellen, so Holländer sitzen einfach. Es ist so realistisch geschauspielert auch. Und dann treffen sie die dümmsten Entscheidungen, weil sie dumm sind. Und ich habe, ohne zu spoilern, wirklich, ich spoiler nicht. Ich habe noch nie so einen tragischen Film gesehen. Und ich hasse den Film. Genau, der mit Kindern. Wenn du Gewalt gegen Kinder nicht magst, darfst du nicht Speak No Evil anschauen. Speak No Evil ist ein Film mit purer Gewalt gegen Kinder. Was mich jetzt im per se nicht stört. Aber er ist so hyper. Ach, du bist die ganze Zeit nur dich am Ärgern, wie dumm die Menschen sind.
Und jetzt machen sie ein Remake davon, ein amerikanisches Remake. Und ich hasse den Film. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, der Film ist brillant, weil er mir nicht aus dem Kopf geht. So viele Filme, die ich angeguckt habe, habe ich vergessen nach ein paar Monaten und ich weiß nicht mehr, um was es geht. Ich kann dir Speak No Evil. Ich musste bei Speak No Evil manchmal vorspulen, weil ich es nicht ausgehalten habe, wie unangenehm es ist. Und jetzt ist die Frage, wird das amerikanische Remake typisch amerikanifiziert und all die kranken Sachen machen sie weg? Und machen es so, halt keine Ahnung, so wie Oldboy, dass sie es einfach amerikanisieren? Oder ziehen sie es durch und machen es exakt zu der gleichen, machen sie es exakt zu der gleichen Story? Wenn die es zu der exakt gleichen Story machen, erstens, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn sie es exakt Bild für Bild gleich machen, weil da gibt es ein paar Sachen, vor allem das Ende, wo das kannst du nicht brauchen. Amerika würde den Film nicht releasen. Und es ist einfach nicht wegen Brutalität, wie es aussieht, sondern einfach wegen dem, was passiert. Aber ich will den nicht nochmal anschauen. Das ist ein schrecklicher Film. Aber ich muss ihn respektieren, weil er mir nicht aus dem Kopf geht. Und ja. Aber vielleicht werde ich werde das Remake anschauen und uns vergleichen. Der Film hat mein Aggressionspotenzial so derbe geweckt. Dann ist es ja kein Horror, wenn man davon nur aggressiv wird. Ich werde wohl ins Kino gehen. Oh, guck dir das Original an. Ich glaube, die Originale sind immer besser. Im Original ist es eben eine italienische Familie und eine holländische Familie. Das heißt, sie reden die ganze Zeit Englisch, außer sie sind untereinander. Dann hast du Untertitel. Wahrscheinlich die Amis wieder so. Die Amis treffen sich in Urlaub und es sind beides Ami-Familien. Und es wird die ganze Zeit Englisch geredet. Das Original ist nicht so alt, ja. Das Original ist auch, glaube ich, nur 2-3 Jahre alt. Mich stört nur nicht mal das Ende. Mich stört nicht die Brutalität. Mich stört, dass es so viele Situationen gibt, wo die einfach hätten sagen können, ich gehe jetzt. Aber darum geht's halt anscheinend auch. Es geht halt einfach darum, dass du in einer Situation bist, wo du selber schuld bist, dass du drin bist. Aber ich denke nur die ganze Zeit, du bist so dumm. Du könntest jetzt einfach gehen. Geh. Es ist logisch, dass hier alles abgefuckt ist und du solltest jetzt nach Hause gehen und niemand hält dich auf. Oh, Probleme. Oh, alles ist kacke. Komisch. Du bist dumm gewesen. Und dann, okay. Jetzt hier ein offenes Feld. Lauf. Lauf doch einfach weg. Nö. Keine Ahnung. Wenn wir da stehen würden in der Situation, wir hätten es alles anders gemacht, glaube ich. Also alle Entscheidungen, die treffen, hätte, glaube ich, ein echter Mensch nicht getroffen. Das hat mich gestört an dem Film. Aber es ist trotzdem so krass gut gemacht. Ich würde zuerst das Original anschauen. Ich glaube nicht, dass die Amis es geschafft haben, ihn besser zu machen. Weil wenn sie ihn besser machen, dann ist es halt nicht mehr der Film. Also wenn sie es anders machen. Dann, ich glaube eben, dass sie irgendwas ändern und dadurch wird es zu einem Standard normalen Horrorfilm. Aber das Original ist halt, das brennt sich halt ein, weil es einfach so abnormal ist. Halle Berry hat einen Horrorfilm. Sehr gut. Vollgott. So, noch 10 Giratinas. Hab ein paar Videos von dir gesehen, finde ich sympathisch. Dankeschön. Zubiris King. Ist da jemand ein Zubiris-Fan? Respektiere ich. Ich mag Zubiris nicht so, aber ich respektiere jeden, der kein Standard-Pokémon
als Lieblings-Pokémon hat. Jetzt muss ich an Speak No Evil denken, ey. Diese Idioten, ey. Diese Idioten. Diese dummen Idioten. Lauf doch einfach weg. Ich muss mein Kind retten. Oh, lauf doch einfach weg. Jetzt habe ich Bock, ihn nochmal anzuschauen. Aber nur das Ende. Vier, vier, drei, sechs. Die Mega-Entwicklung hat es mir sehr angetan. Von Zubiris. Lustigerweise habe ich heute erst ein Video gemacht, wo ich jede Mega-Entwicklung in 2K aufgenommen habe und aneinandergereiht habe. Nicht normal shiny, normal shiny. Ich finde es sehr geil, dass sie bei Zubiris den Diamanten gelb gemacht haben. Es gibt dem Zubiris nochmal einen anderen Flair auf einmal. Mein männliches Vivillon hat dann jetzt noch jemand anderen glücklich gemacht. Sehr, sehr gut. Kommt eigentlich, wenn ich ein Irbis in Größe XL breede, nur XL raus oder variiert da die Größe auch? Das weiß ich. Es kommt tatsächlich nur die Größen raus, die du breedest. Also es ist wie bei allen Pokémon. Das Einzige, was sich immer unterscheidet, sind Geschlechter. Das ist ja logisch. Aber wenn du ein rotes Flabébé brütest, kommen nur rote raus. Wenn du ein XXL oder XL, wenn du ein XL Irbis brütest, kommen nur XL Irbis raus. Das macht das Ganze für Shiny sehr viel einfacher. Also wenn du eine Challenge willst, dann suchst du die in der Wildnis. Aber ja. Die Shiny Worm wär schrecklich sonst. Das wäre dann 1% Encounter. Deswegen brüten macht alles so viel einfacher. Ich überlege gerade, ob es irgendeinen Fall gibt, wo das nicht so ist. Also bei Vivillon geht es nicht, aber das macht auch Sinn, weil es kommt immer darauf an, wo das Pomel geboren wird. Deswegen da ist es anders, aber weil es halt, weil der eigentliche Sinn von Vivillon das Ganze übertrumpft. Du hattest gerade Stoll aus dem BDSP mit Masuda. Nice. Alle Megas? Ich meine, es sind ja nicht so viele. Es sollte gut machbar sein, oder? Ich habe gemerkt, ein paar Megas habe ich selber auch nicht. Also Diancie wird schwierig. Ordoch ist Gen 5, das habe ich nicht. Sonst hatte ich, glaube ich, so gut wie alle inzwischen. Mediti, Tohaido. Ich glaube, ich habe alle, außer Ordoch und... Okay, ich habe keinen Kyogre. Die Legis habe ich nicht. Die Legis habe ich nicht. Mewtwo haben wir. Gibt es noch ein Pokémon, was man brüten kann, aber dann random ist, was rauskommt? Ist eigentlich immer nur das Geschlecht. Terrifier 3 sieht aus, als würden sie wieder eine ernste Story machen. Ja, es geht halt weiter, ne? Es war halt dieser Junge und das Mädchen. Ich fand es aber eigentlich nicht schlecht. Ich finde, das hat jetzt den Film nicht schlechter gemacht, wenn es eine tatsächliche Story hat. Oh, doch, mache ich ein Schild. Diancie geht sowieso nicht und der Rest geht in BDSP. Diancie wird vielleicht im neuen Pokémon dann irgendwie gehen. Vielleicht verteilen sie es. Illumise kann, glaube ich, auch Vollbeat rauskommen. Oh, sehr sicher, dass das nicht geht. Ich
bin mir sehr sicher, dass Vollbeat nur Vollbeat-Eier macht. Das wäre ja so, wie wenn Tauros Miltanks brüten könnte. Das sind zwei komplett verschiedene Dex-Einträge. Was bei Nidoran genau genommen auch so ist. Aber da ist es halt das Geschlecht. Schlafzimmer-Szene von Terrifier 2 war so lustig. Ich meine, ich kann verstehen, dass es zu viel für einen ist, wenn du dich da reinsteigerst. Aber du siehst halt, dass es so fake ist. Und dann dadurch ist es so lustig. Ich habe ein Interview angeschaut von dem Clown-Typen. Ganz normaler Dude. Also, wer hätte es gedacht? Vier, 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 kein Shiny Giratina. Gucken wir noch das Regidrago an. Nope. Und auch wieder am Donnerstag. Kein Shiny. Schade. Alright. Noch ein Drago für 1414. Oh mein Gott, du hast recht. Oh mein Gott, du hast recht. Dann können wir darauf stehen bleiben. Zwei befriedigende Zahlen. Oh. Ich weiß noch nicht, ob ich es morgen mache, aber dann vielleicht nicht, weil Freitag der 13. klingt lustiger, aber ich wollte morgen das schlechteste Pokémon-Spiel spielen. Hey, you Pikachu. Original auf N64. Was man machen muss, weil man muss mit Pikachu über ein Mikrofon reden. Was hier hinter mir steht. Aber wenn nächsten Freitag der 13. ist, macht es mehr Sinn, das am Freitag den 13. zu tun, weil es ist wirklich ein schreckliches Spiel. Nüscht. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr das Gen 6 Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch an und vor allem empfehlt es Leuten. Wenn ihr andere Pokémon-Fans kennt, vielleicht gefällt denen die Reihe, die ich mache. Word, Mouth to Mouth. Word by Word, wie heißt es? Mouth to Mouth, Guerilla-Marketing. Ist immer noch sehr effektiv und hilft. Wenn ihr helfen wollt, ist es sehr hilfreich, wenn ihr einfach Leuten von meinem Video erzählt und es teilt mit anderen, die ihr kennt. Spammt andere Chats voll und Discords. Fuck, egal, ob die mich dann hassen. Nein, Schmarrn, bitte macht es nicht. Aber ich hab's nur gesagt. Ich hab's gesagt trotzdem. Bitte macht's nicht. Aber. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, esst was Schönes. Schaut das Gen 6 Video noch 10-mal an, bitte. Und. Engagiert vielleicht eine Clickfarm in Indien? Nein, 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 nein. Ich will euch gar keine Ideen geben. Okay. Bussi, bye bye. Bussi, bye bye. Tüdelü, tüdelü, tüdelü.